Jetzt zu Thundercock. Nee, ich brauche eine Thundercock-Pause, ganz ehrlich. Ich brauche eine Thundercock-Pause. Aber ich habe was anderes, was ordentlich reinscheppern wird. Und zwar eine Spiegel-TV-Reportage über Bullen. Entschuldigung. Bullen. Die EM-Cops. 4 Wochen Ausnahmezustand. Deutschland ein Sommer. Das wird großartig. Ich liebe alles daran. Ich liebe jetzt schon. Und wisst ihr was, Freunde? Es ist im Blockbuster Spielfilmlänge. 1 Stunde 3 Minuten. Das wird ein absoluter Knacker. Vier Wochen Ausnahmezustand bei der Berliner Polizei, die EM-Cops. Deutschland ein Sommermärchen, zumindest bis zum Viertelfinale. Ich finde es hier schon mal frech. Du kannst das Viertelfinale dieser EM nicht erwähnen, ohne klar zum Ausdruck zu bringen, dass wir einer Halbfinalteilnahme und folglich dann auch dem Europameistertitel beraubt worden sind, wegen des nicht gegebenen Handelfmeters. Das ist, Deutschland wurde bei dieser Europameisterschaft beraubt, bestohlen, belogen und beklaut. Ole, ole, Fußball, ole, ole. 4 Wochen EM-Party. Es ist aber, es ist wirklich so, oder? Ich unterbreche viel zu viel dafür, dass das eine Stunde lang dauert, aber bear with me, ich werde schon noch meine Fresse halten. Ist es nicht so, dass irgendwie die Niederländer und die Engländer komplett alles zerstört haben, was ihnen irgendwie in den Weg gekommen ist und Deutschland aber nur ausgerastet ist bei den paar Türken, die gehupt haben? Ich habe Bilder gesehen von Engländern, die Autos in andere Autos haben crashen lassen. Die haben ein Auto einfach in andere Autos reingeschoben. Mega gut. Also nee, ist natürlich Sachbeschädigung und illegal, bin ich dagegen, aber sah schon witzig aus. Aber wehe, Tarkan wird gespielt. Von links nach rechts und hin und her. Mittendrin die Polizei. Mit guter Restverteidigung und schnellen Angreifern. Hey, Ruhe! Die EM als Stresstest für die Sicherheitsbehörden. Es gibt mehr zu tun als Fußballfans. Die deutschen Polizisten sind die am besten ausgebildetsten Polizisten auf diesem Planeten. Ich kenne keine Sicherheitsbehörde mit Gewaltmonopol, die in der Lage ist, auch mit Fremdländern so souverän umzugehen. Ich weiß gar nicht, wie lange man da in der Ausbildung mit verbringt. Wie geht man mit Leuten um, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind? Man könnte jetzt sagen, gut, dann hat man halt geschultes Personal, das bilingual unterwegs ist und dann auch die Sprache spricht im besten Fall. Aber die deutsche Antwort darauf ist welche? Richtig, einfach langsamer und lauter Deutsch sprechen. Sprechen Sie Deutsch? Niet. Dann hören Sie mir zu, jetzt, wenn Sie kein Deutsch sprechen. Geben Sie mir Ihre Personalien. Und währenddessen stehen halt 3 andere immer so drumrum. Bruder, ich schwöre, jeder kann Bulle werden, ey. Fucking jeder. Ich bin 1,96. Wenn ich mich Kaugummi kau und einfach an der Weste festhalten daneben stelle, ist halt absolut GG, well played, ey. Zu begleiten. Distanzieren Sie sich zum Genozid! Alltag, hier eine Demo, da Blut auf der Straße nach Messereinsatz. Sieht schon so aus, als wenn es heftig rausgespritzt ist. Ist er der Messerstecher? Vor allem die Türken halten die Polizei auf Trab. Sie wollen ja den Ton angeben. Und deswegen hat man versucht, den Wagen zu stoppen, hat ja auch gelangen. Dazu der böse Wolf und der Wolfsgruß. Missbrauch von Rechtsradikalen. Das ist Freiheit! Nee, das ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, das Hakenkreuz ist halt von Rechtsradikalen missbraucht. Also der graue Wolf ist schon einfach rechtsradikal. So, bei Türken. Stärke! Das ist unsere Identität! 4 Wochen Fußball-EM. Und mittendrin... Spiegel der Baum! Spiegel der Baum! Spiegel, Spiegel, Spiegel der Baum!
Berliner Süd von Reichenberger Straße, keine Feststellung. Was ist mit der Riga 94? Noch bitte von Nüten? Also Riga schon? Ja, der Riga 94, dann sind wir ja von den Linken hier wieder. Dann sind wir mal rein, 94 sind von Riga, da müssen wir auch aufpassen, wenn wir mit euren Unterschriften reingehen. Ne? Mit Einmeldung in den Bereich, wo war es dein Schutz und bis 1 Uhr, 1.30 Uhr? Riga 94, ja, Riga 94 ist autonomes Zentrum. In Berlins Mitte sind schon am Mittag die Irish Pubs im Sturm erobert. Für England beginnt der Finaltag fröhlich und feucht. Engländer sind wirklich auch das letzte Volk in Europa, ne? Wirklich. Also normalerweise mache ich ja keine Unterschiede, aber Engländer sind wirklich echt das letzte Volk. Am Abend geht es bei der EM gegen Spanien. Der Sieger steht schon fest. Fucking England, yeah? Yeah, but aber Spanien ist besser. Sei nicht so dumm, du Vollidiot. Spain is better. No, no way. Nein. England wird gewinnen. 2-1. England 2-1. Spanien hat ein gutes Team, aber sie haben keine Chance gegen England. Fuck Scotland, fuck Germany. Dann sind nicht nur die Engländer, sondern auch einer der S-Bahn-Ausgänge dicht. Für die Sicherheit der Bahnhöfe ist die Bundespolizei zuständig. Die haben eine Hundertschaft vor Ort, die sich der Sache annimmt. Viel Erfolg, Homies. Nur einer wird mitgenommen. Der war denen nicht weiß genug. Die haben geguckt und haben gesagt, eure Engländer alle ziemlich weiß, aber der entweder so... Wir haben ja einen, der ist entweder gut gebräunt oder tatsächlich nicht weiß. Sollen wir den mitnehmen? Das, was hier zu sehen war, war, dass jetzt hier einige im Bereich der Bahnunterführung waren, Nebeltöpfe gezündet haben und ein Herunterkommen von normalen Reisen gar nicht mehr möglich war. Und um das zu verhindern, noch sind die englischen Fans ansprechbar und nicht zu sehr alkoholisiert, haben wir gesagt, gehen wir auch entsprechend rein. An solchen Mikrofonen erkennt man übrigens auch ein sehr gutes Darth Vader Cosplay. Wenn ihr mal als Darth Vader auf die Comic-Con gehen wollt und ihr kauft euch so einen Darth Vader-Helm, immer darauf achten, dass so ein Mikrofon mitgeliefert ist, weil das sind die qualitativ hochwertigen Darth Vader-Helme, die auch solche Mikrofone haben. Eng anliegend und dann zum Mund führend, dass es dann genau in die Höhle reinpasst. Ne? Cosplay-Wissen. Ich versuche mein inhaltliches Angebot hier zu diversifizieren. Und räumen einfach Halten frei. Die Berliner Polizei wird während der EM auch von Cops aus England unterstützt. Die kennen ihre Pappenheimer. Da sind 5, 6 Jungs. Sie haben gekokst. Die sind hier. Ich zeig sie dir. Die englischen Firebeaster werden auch im Führungsstab der Polizei registriert. Hier laufen an diesem Tag alle EM-relevanten Meldungen ein. Hackischen Markt hat mal 2000 Engländer. Und die haben da alles ausgetrunken, was man konnte. Ich glaube, die haben inzwischen auch Becher ausgegeben statt Gläser. Aber wir hatten einen kleinen Vorfall, wo mal ein Auto auf die Straße geschoben worden ist. Da gab es auch eine Festnahme dazu. Aber insofern sind wir ganz zufrieden, weil große Schäden hat es nicht gegeben. Go, Trabi, go. Übrigens für einen Wichser, der sagt, dass meine Klamotten in Kambodscha genäht worden sind, das stimmt gar nicht. Die sind made in China. Und die kleinen chinesischen Hände, die meine Kappe genäht haben, die haben das freiwillig und fröhlich gemacht, weil ich die Wiedergeburt der großen roten Sonne bin. Ja? Denk mal darüber nach. Made in England. Am Olympiastadion sind mittlerweile auch die Spanier eingetroffen. Zwei von ihnen lernen heute ein neues deutsches Wort, Allgemeinverfügung. Was ist das Problem? 5-0 Export ist auf jeden Fall knackiges Pilz. Ne? Also das geht im Sommer hart nach vorne. Das kotzt sich aber ganz widerlich. Also es kotzt sich ganz unbequem. 5-0 Export. Die Allgemeinverfügung und dass hier keine Getränke verkauft werden dürfen. Und Jungs, ihr habt verkauft, ja? Da steht einer von den Wichsern wieder. Schön irgendwie an der... Das ist wie fucking GTA-RP, Alter. Die stehen einfach nur rum und haben ihre verfickten Hände an ihr. Und jetzt haben die sogar schon stich- und kugelsichere Westen beim Ordnungsamt, Alter. Ihr gebt Knöllchen für Falschparker. Was ist denn los mit euch? Dann geht es auch noch einem Eisbären an den Kragen. Eisbären.
Oh, er darf nicht mehr? Warum nicht? Weil es nicht erlaubt ist. Where do you come from? Ordnung muss sein. Die Damen kennen keine Gnade. Geld verdienen darf hier nur die UEFA. Und da ist Wirtz, Florian Wirtz, und da ist die Führung! 4 Wochen zuvor, unterwegs mit der Polizei Berlin. Über Funk wird ein Vorfall auf der Fähnmeile am Brandenburger Tor gemeldet. Noch ist die Lage unübersichtlich. Etwa ein geplanter Anschlag? Gut, im Augenblick haben wir die Lage, dass wir einen verdächtigen Gegenstand entdeckt haben in der Fanzone, in der Fähnmeile. Und schauen mal, was das dann ist. Einfach rangehen, nachgucken, das ist es dann nicht. Dafür ist ja der Ort auch sensibel. Ich war sowas von auf der Seite meiner Highlander-Atzen. Nö, ich war auf der Seite der deutschen Elf. Und ich freue mich jetzt schon wieder, dieser Mannschaft beim Zaubern zusehen zu dürfen. Ganz ehrlich, mich hat das EM-Fieber hat mich gepackt auch. Ich fand, die deutsche Nationalelf hatte sehr sympathische Spieler, wie zum Beispiel den Wirtz, der sagte, normale Kartoffeln auf die Eins. Das hat mich schon sehr gegettet. Ein Mann hatte versucht, einen Rucksack durch den Zaun der abgesperrten Fanmeile zu schmuggeln. Ich verstehe Linke nicht, die gegen Deutschland waren, ganz ehrlich. Wenn wir den Europameistertitel gewonnen hätten, hätten wir, das wäre das Mittel gegen die AfD gewesen. So, ihr müsst doch, wenn ihr schon Reformisten seid, ne, wenn ihr schon irgendwie in Sachen Reformation unterwegs seid, dann seht doch endlich ein, dass unsere größte politische Waffe ein Europameistertitel bei der EM gewesen wäre. Die hätten halt legit bis zur nächsten Bundestagswahl die Fresse gehalten, diese ganzen unzufriedenen Bastarde. Muggel. Faschismus, Schachmatt, weil EM. Ja, das ist, also ist wirklich so. Es bringt mehr als irgendwie so Rave-Veranstaltung gegen Alice Weidel. Ist wirklich so. Zivilpolizisten beobachten den Verdächtigen, nehmen ihn fest. Dann treffen die Sprengstoffexperten des LKA ein. Wir haben sogar nur deutsche Tore gezählt, Kappa. Wieso Kappa haben wir wirklich gemacht? Der gesamte Einsatz der Berliner Polizei wird vom Führungsstab kurz FÜS. Wir haben uns darauf geeinigt, dass Musialas Tor nur zählt, wenn es knapp wird, hinten raus. Aus organisiert. Über 30 Beamte halten hier Verbindung zu den Polizeieinheiten im Stadtgebiet. Ja, ihr sagt mir Bescheid, wenn ihr ihn alarmiert habt. Ja? Danke, ciao. Für Polizeiführer Stefan Katte und seinen Führungsstab ist es heute der erste Bewährungstest während der EM. In den Führungsstab gehen alle sozusagen Funkmeldungen ein aus den Einsatzabschnitten, aus den jeweiligen Führungsebenen sozusagen. Die Informationen werden dort sozusagen gefiltert und dann hier eingespielt. Mein Führungsstab, die einzelnen Bereiche bewerten das auch. Und immer dann, wenn der Leiter des Führungsstabes oder sein Vertreter zum Ergebnis kommt, das sollte der Polizeiführende wissen, also in der Form ich, dann informiert er mich über Funk. Auch zu dem festgenommenen Mann mit dem Rucksack gibt es neue Informationen. Der verdächtige Gegenstand, der in der Überprüfung von uns war, hat sich als unverdächtig herausgestellt. Insofern ist jetzt nur noch die Person bei uns kurz in der Bearbeitung, in der letzten. Und je nachdem, was dabei rauskommt, wird er dann auch wieder freigelassen. Dann geht's für Katte und seine engsten Mitarbeiter raus zur Fähnmeile. Gemeldet wird reger Zustrom auf den Straßen rings ums Brandenburger Tor. Noch eine Stunde bis Anpfiff. Ist aber wirklich voll. Hätte nicht gedacht, dass es so voll wird am ersten Tag hier. Nee, da hätte keiner mit rechnen können, dass beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft im eigenen Land, in motherfucking Berlin, relativ viele Menschen zum Public Viewing kommen. Das hat uns unvorbereitet getroffen. Wir haben mit 40 Teilnehmern gerechnet, da sind es schon deutlich mehr geworden. Kurz vor Beginn der Eröffnungsfeier kommt Berlins regierender Bürgermeister Wegner von der CDU. Auch er. Gott, Alter. Und dann noch nicht mal im Check24. Das hätte so viel Aura gehabt, wenn der da im Check24-Jersey aufgelaufen wäre. Aber du kannst dich halt nicht mit diesem Bonzen-Trikot für 130 Tacken im fucking Audi direkt vor die Fanmeile fahren lassen. Das kannst du nicht machen als Berliner Bürgermeister. Und ein Hemd drunter. Da siehst du, dass ein PR-Berater hat ihm das Trikot in letzter Sekunde gegeben. Sie müssen ein Trikot anziehen, Herr Bürgermeister, aber ich trage doch mein schönes Hemd. Er hat schon von dem Mann mit dem Rucksack gehört. War ja ein bisschen Stress mit dem Koffer hier. Und die Bonzenjacke hat er auch dabei, oder was? Fucking CDU, Alter. Rucksack, wa? Alter Schwede. Also der hat vorher versucht, mit Rucksack reinzukommen.
Und dann ist in seiner Tasche ein Zettel gefunden worden mit dem Hinweis, für seinen Tod möge er in sein Heimatland überstellt werden. Na, Indien. So, kann losgehen. Kann losgehen. Für Schottland, ja? Wir haben ja jemanden gefunden, der hat gesagt, nach seinem Tod soll er bitte nach Indien gebracht werden. 3-1 für gegen Schottland. Geil, oder? Hey. Wusste ich aber ja. Wusste ich gar nicht. Für Schottland, ne? Zeitgleich in München. Das war doch schon wieder Olaf Scholz. Ich habe so einen ganz weirden Kink, dass ich überall fucking Olaf Scholz sehe. Ich habe, weil der halt als Bundeskanzler nicht präsent ist, sehe ich den wahrscheinlich in jeder zweiten zivilen Person. Da gibt's so eine psychische Störung, die diagnostiziert werden kann, dass man immer irgendwelche Leute so sieht, random. Bei mir ist das Olaf Scholz. Ich sehe den einfach überall. Ich habe ihn auch gesehen. Ja, dann bist du auch am Arsch. Dann bist du genauso am Arsch wie ich. Passt auf. Das ist doch Olaf Scholz. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht Olaf Scholz ist. Das ist doch safe. Das ist doch safe Olaf Scholz einfach. Zeitgleich in München. Schottische Fans voller Vorfreude. Bei der Eröffnungsfeier will auch YouTuber Marvin Wildhage dabei sein. Getarnt als Maskottchen, made in China. Alles fake, auch wenn es nicht so aussieht. Das hier kaufe ich zu 99% ab. Und? Können losfahren! Und zwar in die hochgesicherte Allianz Arena. Ich tauche ab, falls hier jemand reinkommt. 5.000 Euro hat er für Maskottchen Albert bezahlt. Der erste Ordner hat uns einmal durchgewunken. Die Akkreditierungen sind selbst gebastelt, fast perfekt am Rechner nachgebaut. Mit falschen QR-Codes und irgendwelchen Namen. Jetzt kommt es drauf an. Hallo, Servus. Dieser Ausweis funktioniert nicht. Normalerweise zeigt er zumindest ein Fehlergrund. Ach, ihr habt ein Parkticket? Na dann passt ja alles. Dankeschön. Leute, wir sind drin, Leute. Und gleich ist YouTuber Wildhage als falsches Maskottchen auf dem Rasen, der die Welt bedeutet. Noch schnell ein... Jetzt mal. Der Rasen, der die Welt bedeutet. So, bin ja ein bisschen Patriotismus bei dieser EM zu haben, aber der Rasen, der die Welt bedeutet... Selfie mit einem Fußballer von gestern. Kannst du mal kurz Mario Gomez herholen und fragen, ob ich ein Foto mit ihm machen kann? Eine veritable Sicherheitspanne, schon bevor das erste Spiel angepfiffen wird. Irgendwann fällt der falsche Albert auf und wird abgeführt. Wir gehen raus zur Polizei. Auf zur Polizei. Abfahrt. Ach, der Arbeitskollege. Hi. In Berlin sind kurz vor 21 Uhr Polizeiführer Katte und seine Truppe noch auf der Fame-Meile unterwegs. Der Veranstalter hat die Zugänge geschlossen, obwohl... Ich wusste gar nicht, dass das Wort Führer bei der Polizei immer noch so geläufig ist. Der Polizeiführer. Habe ich noch nie gehört. Der Polizeiführer. ...noch Platz ist. Jetzt soll es die Polizei richten. Zugang 2B ist das Nadelöhr. Ja. Wir haben gesagt, wir gucken uns das hier erstmal an. Aber jetzt wäre ich auch so weit zu sagen, wir müssen 2B schließen. Ja, also müsstest du das machen. Nein, aber mit deinen Einheiten 2B, weil sonst habe ich doch keinen, wer 2B sperren kann, Hanna. Hanna. Ja, okay. Heute war nur Warmmachen. Wenn die ersten Spiele in Berlin stattfinden, wird es nicht so ruhig bleiben. Am Ende gewinnt Deutschland 5:1 und alle fragen sich, gibt es ein Sommermärchen? Der erste Torschütze 2024. Das sind geile Teile, Junge. Was kostet sowas? Am nächsten Tag fallen Kroaten und Spanier in Berlin ein. Die Fans vom Balkan treffen sich auf dem Breitscheidplatz am Kudamm. Auf dem Platz vor der Gedächtniskirche gibt es kein Public Viewing. Und die, die Karten fürs Spiel haben, müssen irgendwie zum Olympiastadion kommen. Ein Polizist überfunkt mit seiner Lageeinschätzung.
Der Fanmarsch wird ja nun nicht angenommen, offensichtlich von den kroatischen Fans. Das heißt, wir bewegen uns Richtung U-Bahn und begleiten dann jetzt im ÖPNV. Dazu bewegt ihr euch jetzt Richtung U-Bahnhof Zoo und schaut mal, ob wir begleitungswürdige Gruppen finden. Diese Fans gehören eher zur Kategorie Family and Friends. Spielorientiert nennen. Also einfach Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Fahrt mal zum Bahnhof und guckt mal, ob ihr ein paar auffällige Gruppen seht, wo ihr hinterherlaufen könnt. Präsenz zeigen. Und das die Polizei. Dann kommt über Funk, dass ein paar hundert zum Olympiastadion laufen wollen. Das geht aber nicht. Bei Polizeiführer Katte ist das noch nicht angekommen. Der versammelt gegen Mittag alle Leiter der... So, und ihr Arschgeigen, stellt euch nicht die richtigen Fragen. Die richtige Frage ist, wenn die gefahren wären, wie viel CO2 hätte das verursacht und kann ich die gesparten CO2 als Zertifikat verkaufen? Das ist die richtige Frage, die man sich da stellen könnte. Wie kann man mit solchen laufenden Fangruppen noch Geld verdienen? Ja. Einsatzabschnitte zur Lagebesprechung. Als erstes geht es um die Kroaten und ihren Marsch durch die Stadt. Es gibt Neuigkeiten. Den Abmarsch eines Fanmarsches vom Rheinscheidplatz in Richtung Olympiastadion geplant zu 15 Uhr, so dass zumindest jetzt in unsere Richtung nichts fällt. Darf ich mal fragen, von wem? Weil kurz bevor ihr in die Schalke gekommen seid, war die Information, es gibt keinen organisierten Fanwalk vom Rheinscheidplatz. Oder habe ich irgendwas missverstanden? Also ich bin gerade aus der Treffe gekommen und da war unser letzter Stand, sie wollten laufen. Ja, also das kann ja trotzdem so sein. Also gut, wenn ihr auch darauf vorbereitet seid. Und ich habe ja auch gesagt, die sollen durch die 7 Kilometer laufen, sollen sie schön müde laufen, müssen dann halt nur rechtzeitig los. 14:30 ist der späteste Zeitpunkt. Ja, oder noch. Katte schickt Verstärkung zum Fanmarsch, da auch kroatische Ultras gesichtet werden. Am Fan-Meeting Point feiert Kroatien schon mal sich selbst und den nahen Sieg über Spanien. Mittendrin Polizisten des LKA 33, immer auf der Suche nach Händlern, die hier nicht handeln dürfen. Wonach halten Sie jetzt genau Ausschau? Nach Merchandising-Artikeln und Getränkehändlern hauptsächlich. An einem Baum. Digga, ich kann euch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass private Getränkehändler einfach die fucking Rettung sind für jeden, der es ernst meint mit dem Trinken. Bruder, das ist diese privaten Getränkehändler, die da stehen, die verkaufen das halt für ein bisschen Gewinn. Weißt du, die kaufen das irgendwo im Edeka und packen dann nochmal 20 Cent auf die Flasche oder so. Das sind wirklich Spottpreise, die man da bekommt. Umverkauft ein Händler gut versteckt Trikots und Flaggen aus einer Tasche heraus. Dafür bräuchte der Mann eine Genehmigung. Schweinesack. Die er nicht hat, was ab jetzt schlecht fürs Geschäft ist. Den dürfen wir nicht verkaufen. Schweinearsch. Der Negativbereich von Berlin. Alles. Hier darf es keine Händler geben. Alles muss mit. Wir gehen jetzt zum Ordnungsamt. Das Ordnungsamt entscheidet dann darüber, ob die Sachen wiederbekommen oder nicht wiederbekommen. Dann fällt ihnen noch ein alter Bekannter mit seinem Lasten-E-Bike und angeschlossenem Bierverkauf auf. Also ein echter Helden. Wir haben ihn schon zweimal in der Mitte angetroffen. Er hat keine Sondernutzung, er hat die ganzen entsprechenden Erlaubnisse, hat er nicht. Ich trinke die selbst, ne und? Und deswegen... Ist es jetzt ein Verbrechen in Deutschland, mal ein Bier zu trinken oder was? Seit wann ich wusste, dass wir in Deutschland hier. Wir haben jetzt die Sachen sichergestellt, damit ja... Erstmal Ruhe haben, das ist einfach dem. Das haben sie neu gekauft. Später geht es noch um Schals, England und die große UEFA. Mindestens 30.000 kroatische Fans auf dem Weg zum Olympiastadion. Am Bahnhof Zoo wird es eng. Wenn der Bahnsteig viel zu voll wird, dann kann es doch nicht sein, dass mehrere Leute an den Bahnsteig kann. Ja, aber auch, das sind die Bullen. Wenn der Haarschnitt auf Angriff ist, dann weißt du genau. Mit dem machst du, mit dem keinen Spaß machen. Gute Karl, wacht Obermeister Gerhard hier. Ich sag mal so, wenn man will, findet man auch Probleme, wa? Jetzt haben wir dem mit dem E-Bike gesagt, er darf hier verkaufen und als er reingefahren ist, haben wir ihn direkt mit einer Hundertschaft festgesetzt. Wir gehen halt und dann runterfallen und wir es gar nicht mehr kontrollieren können nachher, wa? Wir hatten auch schon im Vorfeld schon mal Sachen, wo Leute einfach reingefallen sind ins Gleis und das wollen wir. Ich würde mich neben den Bierhändler stellen und Zertifikate verkaufen dafür, dass ich kein Bier trinke. Was man machen könnte, wäre Alkoholspiegel-Zertifikate verkaufen, falls man besoffen nach Hause fahren will.
Da sagt man einfach, komm, wenn ich jetzt dieses Bier getrunken hätte, wären das 0,3 Promille gewesen. Du kannst jetzt hier ein Promille-Zertifikat kaufen, das kannst du dann gegen deinen Promillewert gegenrechnen bei der Polizeikontrolle. So kann man quasi promillefrei Auto fahren und sich trotzdem auch mal ein kleines Getränk noch genehmigen. Vor dem Olympiastadion verbreiten während der EM Kombos gute Laune, die beim Berlin Brass Festival auftreten. Dann trifft der Fanmarsch der Kroaten am Stadion ein. Unter ihnen Fanmarsch der Kroaten, merkwürdige Bezeichnung für die Bullen. Mitglieder der Bad Blue Boys Zagreb. Ermittler zählen sie zu den berüchtigsten Ultragruppierungen in Europa. Rechtsextreme, die auch gerne mal den Hitlergruß zeigen. Bei einem Auswärtsspiel in Athen lieferten sie sich wilde Straßenschlachten. Nach meinem Dafürhalten würde ich sagen, dass wir hier Risk-Fans bei haben. Das heißt? Kameraden. Na, Fans, die grundsätzlich auch immer mal ein bisschen betreuungswürdig sind. Aber offensichtlich spielorientiert und friedlich. Ne? Also ja, mit denen würde ich auch. Ich hätte kein Problem mit denen jetzt auch nachher noch ein Bier zu trinken. Sich auszutauschen. Alles schön. Auch im Olympiastadion ist alles vorbereitet. In den Katakomben gibt es eine eigene Polizeiwache, die immer in Betrieb ist, wenn Fußballspiele stattfinden. Hier ist der Annahmetresen. Hier wird die Ersteingabe erfolgen für die Personen, die hier runterkommen. Jörg Döse, Stadionwache. Und dann geht es sozusagen weiter, dass die Person... Ja, die Zellen selbst. Könnt ihr mal bitte das Licht von den Zellen anmachen? Wir haben hier 5 Einzelzellen. Schön. Eine Sammelzelle aus, davon haben wir auch 2. Der Panikknopf. Ja, und wenn er zu viel getrunken hat, kann er sich hier auch seinen Inhalt entleeren. Das ist ein sogenanntes Papstbecken, das gibt es auch bei Burschenschaften. Ja, wenn man jetzt über die Kapazitäten von diesen Zellen jetzt hier redet, also wir hatten mal ein Spiel, das war in der Bundesliga gewesen, Hertha BSC gegen Frankfurt, da hatten wir hier unten 70 Festnahmen. Das war das Höchste, was ich hier erlebt habe in den 20 Jahren, die ich hier sozusagen diesen Job schon mache. Draußen vor den Toren des Stadions kommt es zu einem Geplänkel zwischen einem Kroaten und einem Serben. Der Mann tritt. Lasst eure Balkankonflikte mal im Balkan, bitte. Ne? Nicht in Deutschland. Ja? Ach, Sie sprechen kein Deutsch? Nicht in Deutschland! Trägt unter seiner Jacke ein Serbentrikot. Erinnerungen an den Balkankrieg werden wach. Aber warum? Wenn nicht Provokation. Du weißt warum? Was habt ihr gemacht, 91 mit uns? Keiner will nachgeben, auch wenn der Krieg über 30 Jahre her ist. Was ist das Problem? Ja, wir hatten einen Fan hier, der hat. Von denen hat keiner eine Ahnung, was Serbien und Kroatien für eine Geschichte haben. Weiß er einfach nicht. Ja, wir haben hier offensichtlich das Problem, dass hier einer und dann der andere, und da haben sie gesagt, hier wegen 91, hat er gesagt. Da werden die wohl mal gegeneinander gespielt haben. Weiß nicht, ob das ein wichtiges Spiel gewesen ist. Aber und so weiter, ne? Offensichtlich ein Trikot einer serbischen Mannschaft. Das führt jetzt natürlich hier zu Ärger bei den kroatischen Fans. Wir werden jetzt mal schauen, dass wir den Herrn hier vielleicht mal rausbringen aus dem Bereich, dass er nicht körperlich angegangen wird. Vielleicht ist es eine Provokation, vielleicht auch nicht. Du wärst so ein ich wäre ein richtig geiler Polizist. Ich wäre ein richtig guter Polizist. Personalien haben wir schon. Mega guter Polizist. Ich wäre ein mega guter Polizist. Ich würde so delivern, Freunde. Dass wir den hier mal aus dem Reich bringen. Haben Sie eine Karte fürs Stadion? Nein.
Dann wäre es ganz schön, damit wir die Sache über den Weg kriegen, dass wir sie hier aus dem Bereich rausbringen, ja, damit sie hier nicht angegriffen werden von irgendjemandem. Ja, aber Sie haben jetzt gemerkt, was das auslöst, okay? Bleiben bitte hier bei uns und dann bringen wir sie hier raus. Es ist halt original. Es ist halt original. Original, Alter. Platzverweis für den Serben. Sicher ist sicher. Um des lieben Friedens willen bekommt er uniformierte Begleitung. Am nahen S-Bahnhof ist jetzt auch das LKA zugange. Das Ordnungsamt braucht Hilfe. Ein Mann verkauft Fanschals. Ich habe zwei Stellen. Der hat eine Reisegewerbekarte. Ich finde, fairerweise sollte man bei diesen Gruppen, bei diesen BKA oder LKA-Leuten, die nach illegalen Händlern gucken, sollte man einen von der UEFA noch mitschicken, der dann sofort das Klimpergeld von dem mitnimmt und sagt, hier wird kein Geld verdient, das geht direkt in die FIFA-Kasse, in die UEFA-Kasse. Und dann ist da einer von der UEFA und der nimmt dann sofort das gesamte Geld von dem. Dankeschön, vielen herzlichen Dank für Ihre Verkäufe. Wollen die den jetzt gerade unterbreiten, das Reisestand zu machen? Die Gewerbekarte wird gebraucht, wenn man, Zitat, gewerbsmäßig ohne gewerbliche Niederlassung Waren auf Straßen oder öffentlichen Plätzen feilbietet. Der Georgienschal geht hart. Die Begründung, warum ich den Staat abbauen muss, ist, weil eine zweite Kopie der Reisegewerbekarte fehlt. Ja? Und ich an Ständen, die nur 30 Meter auseinander sind, zwei Kopien brauche. Doch auch am zweiten Stand gibt es Probleme. Es geht um die Schals. Der Mann vom LKA macht Fotos und fragt bei der UEFA nach, ob die so verkauft werden dürfen. Und siehe da, einer ist nicht in Ordnung. Angeblich. Einer ist nicht in Ordnung. Welcher denn? Einmal Kroatien und einmal England. Beide habe ich hingeschickt, dann kam die Antwort. England ist ein Fake. Was heißt ein Fake? Fake, also gefälscht. Aber die sind alle eigene Designs. Die sind alle eigene Designs. Die habe ich für 1,30 Euro geschossen pro Schal. Was genau jetzt mit den England-Schals ist, versteht der Händler nicht. Dabei kennt er sich bestens aus. Ja, da steht God save the Queen. Ist ja offensichtlich falsch. Ist ja, die Königin ist ja, möge sie in Frieden ruhen. Möge sie in Frieden ruhen, Brunky. Die Königin, die bedauerlicherweise mittlerweile leider von uns gegangene Königin von England ist ja mittlerweile bedauerlicherweise leider von uns gegangen und wir haben jetzt einen König in England. Schließlich geht es um viel Geld, auch für ihn. Was mussten Sie jetzt entfernen? Einen England-Schal. Und warum? Weil jemand von der UEFA sagt, es wäre ein Fake. Das sind aber alles Fakes hier. Ich darf nicht draufschreiben UEFA. Ich darf auch nicht schreiben UEFA-Europameisterschaft. Aber ich darf Europameisterschaft draufschreiben und ich darf schreiben England. Das sind alles Begriffe, die nicht geschützt sind. Ja? Und wenn da irgendwelche Logos drauf sind, Fantasielogos, wie die Löwen, ne? Weil einfach die Engländer die Lions sind, ne? Dann ist das halt ein Fantasielogo. Ne? Also. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn steht. Kann mir noch keiner verbieten? Vor den Durchlasskontrollen. Die 13. Einsatzhundertschaft macht Druck. Die Kräfte haben festgestellt, dass die Menschen unvorbereitet sind. Das ist ja mittlerweile alles ein digitales Ticketing-System. Und jetzt ist es. Ich schwöre, diese Mützen sind so mies peinlich, ne? Also, I don't know, so Che Guevara konnte so ein Ding rocken, aber irgendwie bei Bullen sieht das halt mies peinlich aus. Ganz überraschend, dass dann die Menschen vor Ort ihr Handy rausholen müssen, dann müssen sie es entsperren. Ich melde mich gleich. Dann müssen ja, danke Sibylle. Ja. Guck mal, ob du noch so ein Ding in meiner Größe organisieren kannst. So eine Kopfhaubitze. Ja. Nee, drei Nummern. Drei drüber noch. Ja. Danke. Dann müssen sie es entsperren, dann müssen sie wohl die App öffnen, das Ticket öffnen und das dauert. Das war übrigens Bodyshaming. Ich möchte mich jetzt schon mal dafür entschuldigen und den Twitter-Tweets vorwegkommen. Wird nicht wieder vorkommen, ich schwöre. Ich schwöre euch bei Gott, es wird nie wieder hier in meinem Stream Bodyshaming geben. Nie wieder. Auch nicht bei solchen. Als eine Zeit und dadurch dauert es lange. Für die Kroaten verläuft das Spiel suboptimal. Petkovic.
Erst verschießen sie einen Elfmeter, dann geht der Nachschuss rein, wird aber aberkannt. 3:1 gewinnt am Ende. Junge, wenn du auf der Straße mit so einer Ringerhaube unterwegs bist, Junge, das ist auch, das kommt giftig, Alter. Das sollten wir vielleicht adaptieren, ey. So Ringerhauben. Die kommen richtig giftig. Viva España. Wasserball? Na, Wasserball wäre schon wieder nicht giftig. Ich dachte, das wäre eine Ringerhaube. Wenn das so eine. Ey, wer spielt denn Wasserball, Junge? Ey, Wasserball ist halt, also wirklich Wasserball. Noch der Kommentar eines politischen... Ist das nicht Wasserball? Ich schäme mich für euch, dass ihr wisst, was Wasserball ist. Dass ihr sowas seht und ich denke, das ist bestimmt Wasserball. Dass ihr so überhaupt, dass ihr wisst, wie eine Wasserballmütze aussieht. Dafür schäme ich mich jetzt schon. Wow, der Hass. Ja, selbstverständlich wow, der Hass. Wasserball, Freunde. Schwergewichts. Guten Tag. Müller von Spiegel TV. Grüß dich. Nuri von den Grünen. Leute mit großen Lungen, I guess. Bindestrich, bist du nicht irgendwie beschäftigt, noch bei anderen Leuten darüber zu diskutieren, ob das jetzt wirklich ein Völkermord ist oder nicht? Und wie viele Palästinenser noch sterben müssen, bis man auch sagen kann, dass es ein Völkermord ist? Da muss man aber aufpassen, ne? Da muss man aber aufpassen, das ist mal ein Antisemit. Ja, ich weiß. Wie hat Ihnen denn das Spiel gefallen? Ich hätte... Boah. Ich bin völlig baff. Ich dachte, das wird eng, spannend. Die Spanier haben die zerstört. Wow, ich muss das jetzt mal verkraften. Danke. Man hat es eben nicht leicht als Grüner, von der Koalition ganz zu schweigen. Zurück in die Stadt mit der Bahn. Wer will, kann jetzt noch mal quer durch Berlin fahren. Zug fährt nach Mahlsdorf, über Westkreuz, Charlottenburg, Ulricher Garten, Alexander. Was ein Aufkommen, Alter. Du hast ja eh schon keinen Bock auf Berliner öffentlichen Nahverkehr. Aber das ist halt crazy, was das stinken muss da drin. Und ich schwöre, du findest keine Berliner Bahn, wo nicht mindestens ein Hurensohn eine Dönerbox und ein anderer so eine verfickte gebratene Nudel isst, Alter. Und das stinkt dann im Sommer. Du hast immer so eine Mischung aus Dönerbox und One Million. Und Kotze und Pisse. Das ist so fuck. Und Schweiß auch. Ganz viel Schweiß. Es ist so widerlich, Alter. Actually, wenn ich so drüber nachdenke, werde ich, glaube ich, nie wieder Individualverkehr verurteilen. Das kannst du doch keinem Menschen olfaktorisch zumuten. Platz Ostkreuz nach Mahlsdorf. Einsteigen bitte. Juli Schillers, Neuer, ist Goal! Ist Goal! Eins der großen Themen bei der Europameisterschaft, die Sicherheit. Hunderte Security-Mitarbeiter kontrollieren allein in Berlin alles und jeden. Für die Überprüfung der Sicherheitsleute wiederum ist das LKA 332 zuständig. Immer wieder treffen die Ermittler auf Personen, die gar nicht kontrollieren dürfen. Die Zahlen alarmierend. Die Anzahl der Verstöße können Sie hier wunderbar sehen. Wir haben in der Fanzone 74 Wachpersonen kontrolliert. Davon hätten 23 diesen Job gar nicht ausüben dürfen. Und die Quote war in den anderen Orten eben ähnlich. Oder die hat das an eine verfickte Tafel geschrieben. Ey, was ist denn nur los, ey? Ist noch, das Einzige, was noch geiler gewesen wäre, wäre ein fucking Overhead-Projektor. Wir haben das hier mal auf eine Folie vorbereitet, womit ich es euch zeigen kann. Machen Sie mal das Licht aus, damit Sie das auch sehen, wenn ich meinen Overhead-Projektor anschaue. LKA, das ist das fucking LKA, das Landeskriminalamt. Da, wir bezahlen jemanden vom Landeskriminalamt, um mit so einem fucking Tafellineal eine Excel-Tabelle an die Tafel zu malen. Excel hat das. Automatisch. Crazy. Na, Rebecca, hast aber schön die Linien gezogen, ne? Dritte Reihe hätte sich ein bisschen anstrengen können, ne? Wisst ihr was? Ist auch ein bisschen krumm. Dritte Reihe. Die hat das bunt. Die hat verschiedene Stifte da. Die hat verschiedenfarbige Stifte. Die Beanstandung mache ich immer in Rot an die Tafel. Ich arbeite beim Landeskriminalamt. Hier hat Ordnung noch ein Fundament. Oh. Die sieht aus wie meine Lateinlehrerin. Meine Lateinlehrerin habe ich übrigens komplett ausgespielt, bis die mich dann bei den Noten ausgespielt hat. Die hat immer Leute zur Vokabelkontrolle an die Tafel gerufen am Anfang der Stunde. Und dann dachte ich, dass ich sie ausgespielt habe,
dann hat sie mich ausgespielt, dann dachte ich, dass ich sie wieder ausgespielt habe und dann hat die mich am Ende final ausgespielt. Die hat mich immer an die Tafel geholt, um die Vokabeln abzufragen und ich wusste die halt nicht und dann habe ich dann irgendwann einfach angefangen, Bilder zu malen an die Tafel. Hab dann halt so Sachen gemalt und wenn es dann hieß, umdrehen, dann habe ich umgedreht und dann waren da lustige Bilder, alle haben gelacht und ich auch und sie fand das nicht so lustig. Und dann hat sie mich halt zurückgefickt, hat mir schlechte Note dafür gegeben. Und dann dachte ich mir, guck mal, wenn du denkst, mich am Anfang jeder Stunde an die Tafel zu holen und ich noch nicht mal malen darf und dann schlecht benotet werde, dann ficke ich dich jetzt einfach zurück und komme einfach jedes Mal 20, 30 Minuten zu spät, wenn ich überhaupt komme. Ja, und dann habe ich am Ende, habe ich dann 4 Punkte gekriegt und bin sitzen geblieben. Ja, das war... hat sie dann am Ende des Tages doch am längeren Hebel gesessen. Aber während ich nicht hingegangen bin, bin ich mir sehr gut vorgekommen. Ne? Im Olympiastadion wurden 42 Wachpersonen durch uns kontrolliert und davon durften 23... Aber war gut, dass ich sitzen geblieben bin, weil ich hätte Latein niemals geschafft. Ne? Ich habe große Latinum, ich glaube nach der 11. habe ich dann aufgehört und ich bin in der 11. sitzen geblieben. Und beim zweiten Mal 11. Klasse hatte ich einen Lateinlehrer, der einfach nur Geschichtsfragen gestellt hat. Da gab es die Übersetzung und da habe ich nur geraten, legit. Also meine Lateinübersetzungen waren, ich habe halt legit einfach nur geraten. Du hattest so ein grünes Wörterbuch und da habe ich, Latein ist ja sehr kompliziert von den Endungen her. Also ich habe die Grundform des Wortes gar nicht mehr gewusst teilweise, wenn das halt so hier mit Plusquam und was weiß ich alles. Ne? Wie heißt das? Ist auch scheißegal. Und wenn ich aber ein Wort gefunden habe, das ich im Duden gefunden habe, dann habe ich drüber geschrieben und dann habe ich versucht, da irgendwie einen Text draus zu machen. Und es war jedes Mal halt eine riesige Katastrophe. Aber der zweite Teil der Arbeit war Geschichte und da habe ich brilliert. Ne? Kaiser Nero und so. Da wusste ich Bescheid. Und dann habe ich 5 Punkte gekriegt im Zeugnis. Kann sich diese Tätigkeit gar nicht ausüben. Dabei sind die simpel. Wer in Berlin im Bewachungsgewerbe arbeitet und im Eingangsbereich von Veranstaltungen kontrolliert, muss eine 40-stündige Unterrichtung der Handelskammer nachweisen. Voraussetzung: gute Deutschkenntnisse. Auch heute werden wieder Sicherheitsleute überprüft. Ein wunderbarer, die Polizei. Wir machen eine reine bewachungsrechtliche Überprüfung. Okay. Dafür hätten wir gerne von jedem von Ihnen beiden den Personalausweis als auch den Dienstausweis von der Firma, bei der Sie angestellt sind. Überprüft wird auch, ob alle den Zuverlässigkeitscheck bei Polizei und Verfassungsschutz bestanden haben. Und unten bei Bemerkungen dann bitte keine Akkreditierung, ja? Sie ist nicht mal bei der UEFA akkreditiert. Erstaunlich, aber es wird noch besser. Im besten Fall einfach ganz ehrlich, erfahrungsgemäß, einfach ab einem gewissen Grad einfach sagen, ja übrigens, ne, PMK links und so, also ihr könnt mich direkt mitnehmen. Beziehungsweise schlechter. Ja. Aber ich rufe ihn mal kurz. Das soll heute dein erster Tag sein, ne? Ja, ich soll heute anfangen eigentlich. Das Problem ist, die Firma muss dich vorher als Wachperson im BWR anmelden. Okay, ich sag Bescheid sofort. Ob das dein erster Tag ist oder nicht, okay, ist im Endeffekt Bescheid egal. Sofort. Die hätten dich hier heute gar nicht einsetzen dürfen. Naja, also wir dürfen nicht arbeiten. Und ist ja, wir sollten ja anfangen eigentlich um 2. Und deswegen. Der Chef kann auch nicht helfen. Und so muss der junge Mann aufhören, weil er nicht im Bewacherregister, kurz BWR, steht. Und er ist nicht der Einzige. Also dort waren 3 Personen eingesetzt, die hier die Einlasskontrolle durchführen sollten. Erst bei ihm weißt du auch genau, dass er zur Sicherheitsfachkraft geboren ist. Diese ganzen armen Seelen, ey. Berliner Sicherheitsunternehmen ist der größte Clusterfuck, den es gibt, Alter, wirklich. Da gibt es 2 Firmen, Securitas und noch so eine andere. Und die kriegen einfach alle Aufträge für alles. Legit für fucking alles. Und die vergeben und die verkaufen das dann weiter. Die verkaufen das einfach nur alle weiter. Und am Ende sind dann irgendwelche armen Schweine, Kötter. Ja, Kötter, genau. Securitas und Kötter. Und die kriegen alle Aufträge und die verkaufen die dann einfach weiter. Crazy. Dabei handelt es sich um einen Bodycheck und die Taschenkontrolle. Das ist eine Bewachungstätigkeit und alle 3 sind bewachungsrechtlich nicht zugelassen. Und allgemein die Sicherheitsunternehmen, die Leute werden arg heftig ausgebeutet und bekommen Mindestlohn. Die bekommen nicht mal Mindestlohn, Alter. Also der Großteil der Arbeit ist schwarz.
von Sicherheitsunternehmen in Berlin. Die arbeiten teilweise 16 bis 18 Stunden am Tag, wenn die überhaupt Pause machen, und werden dann schwarz bezahlt für die Mehrarbeit. Die kriegen dann, also damals waren es dann so 6, 7 Euro, die sie netto die Stunde schwarz bekommen haben. Und auf der anderen Seite haben wir zwei Personen angetroffen, die diese Tätigkeit ausüben sollten, und die dürfen das auch beide nicht. Und jetzt müssen wir gucken, wie der Sicherheitsdienst reagiert und ob die Personen noch austauschen können. 5 von 5 hatten also keine Berechtigung, die Einlasskontrollen in der Fanzone durchzuführen. Bei der nächsten Überprüfung, so viel sei verraten, geht es munter weiter. Auch an der deutsch-holländischen Grenze wird während der EM kontrolliert. Zum Beispiel auf der A30 bei Bad Bentheim. Im Fokus der Bundespolizei Gewalttäter, Pyrotechnik und Marihuana. Marihuana auch. Achso, Waffen. Hallo. Guten Tag. So, Sie sprechen. Guten Tag. Ja, sicher spreche ich Deutsch. Natürlich spreche ich Deutsch. Ich komme aus Holland. Ich spreche nur Deutsch, ja. Sehr gut. Wie viele Leute haben wir denn hier drin? 8 sind die. 8? Ja. Okay, dann brauchen wir von jedem eine ID und einen Führerschein von Ihnen. Los, ID-Karte. Okay. Irgendwas mitgebracht. Oder was war das für ein cooler Move, Alter? ID und einen Führerschein von Ihnen. Los, ID-Karte. Okay. Und dann ploppen die da raus. Irgendwas mitgebracht, was man mega geil mitnehmen darf. Nein, nicht, dass ich weiß. Keine Waffen oder so? Nein. Gar nichts, ne? Nein. Okay. Noch haben sie gute Laune. Holländer eben. Machen Sie mal ein bisschen leiser, bitte. Geht nicht leiser. Danke. So, dann schauen wir mal. Ich habe ja den Fahrer habe ich ja schon gefragt. Irgendjemand was Verbotenes dabei? Nein. Pyrotechnik, irgendwelche Waffen oder so, Messer? Nein, ich kenne das schon. Pyrotechnik. Einfach nur Waffen. Ja, Waffen bei den Messen. Nothing. Jetzt muss ich nachgucken. Wer hat den Rauchpott? Ich werde den finden. Nein, da fragt ihr um. Ja, wo denn? Einer hat offenbar was zu rauchen mit. Nur was genau? Kubelongs ist? Ist yours? Ist die für jou? Ja. Das sind jetzt, so wie wir jetzt gehört haben, sollen das. Orange. Rauchtöpfe. Rauch. Ja. Ja, aber dadurch, dass sie auf dem Weg zum Stadion sind, werden die erstmal. Ja, aber Public Viewing. Ja, nee. Also ist dafür nicht erlaubt. Okay, ne? Also von also daher. Vor Public Viewing ist no. 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 Okay. Wussten Sie, dass es verboten ist, das mitzubringen? Nein. Einfach fragen, ob ich nehmen. Nein. Nein. Doch alles halb so wild. Die Pyros werden sichergestellt. Mehr ist nicht. Abfahrt in Richtung Hollandspiel. Party machen. Ficker, Alter. Zurück nach Berlin. Zurück zu den Security-Kontrollen. Oder ich weiß, im ersten Moment kriege ich direkt, kennt ihr das, wenn ihr so einen Bierwagen seht von Bitburger und ihr kriegt direkt so ein gutes Gefühl und denkt euch, oh, jetzt so ein kaltes Bierchen, Alter, das wäre mega geil. Aber ich habe das nicht mehr, weil ich einfach legit wütend werde, weil ich weiß, das kostet 8,50 Euro oder so. Und dann zahlst du noch 10 Euro Pfand für einen Becher. Du gehst dahin, bestellst ein Bier und dann sagt die 18,50 Euro bitte mit Pfand. Und das ist so, Moment mal, was? 18,50 Euro mit Pfand? Sie wollen mich verarschen, oder? Wäre ich direkt wütend, Alter. Durch das LKA 3. Es geht zum Eingang des Fanfestes vorm Reichstag. Kaum tauchen die Ermittler auf, verschwinden plötzlich einige der Gelbwesten-Kontrolleure. Als ich aufgewachsen bin, als ich in der trinkfesten Phase gewesen bin, hast du auf den Dorfkneipen 1 Euro für 2er Bier gezahlt und 2 Euro für 0,5. Und ich weiß noch, wie wir uns aufgeregt haben, als der Strich dann 1,20 war. Den Wechsel habe ich noch mitbekommen. Ein Strich war immer 1 Euro und dann irgendwann war ein Strich 1,20. Das war frech. Da hast du dich für 20 Euro hast du dich komplett ins nächste Leben schießen können. War großartig. Und vor allem wussten die ja, dass man das abknibbelt. Ne? Da musst du einfach nur dein Bier immer so ein bisschen dran drehen, damit es unten nass wird. Und wenn der Bierdeckel nass genug ist, kannst du halt die Striche wegknibbeln. Großartig. Ich
Ich habe, glaube ich, in Frexen bei Kussmanns immer noch einen Deckel. Ey, falls du das siehst, ne, Frank, ich werde den nie bezahlen. Aber war eine richtig gute Zeit. Ein wunderschön. Jetzt sind wir hier. Einer hat es besonders eilig, verdrückt sich sogar auf einem Roller. Wo haben wir die Bienen, die eben noch hier standen? Jetzt sind nur noch zwei hier. Kussmann war super, weil der war immer selber sturzbesoffen. Das war so einer, der hatte so einen Gastroladen. Und der hieß Dr. Frank Kussmann, der Arzt, dem die Männer vertrauen. Und der hatte den Laden, glaube ich, weil er einfach selber gerne trinkt. Und wenn der sturzbesoffen war, dann hat er immer gesagt, Karl, mach dir keine Gedanken. Du genießt hier Kredit. Und dann hast du nicht bezahlt den Abend. War super. Ich weiß gar nicht, wie viel Euro ich da noch auf dem Deckel habe. Echt, müsste eine ganze Menge sein. Also eine ganze Menge. Der Ausgang ist andersrum. Ja, hier waren ja vorher noch zwei mehr im Feind. Ja, wo sind denn die? Ihr jetzt. So. Wenn nicht, morgen, übermorgen. Wir kommen wieder. Ermittler Sassel vom LKA versucht rauszufinden, wo die Security-Leute abgeblieben sind. Was gar nicht so einfach ist. Außerdem verlangen die Polizisten von den Kontrolleuren weitere Personen, um sie zu überprüfen. Hast du mal eine Bonrolle für Metro gekauft und bist dann auf Dorffest? Bruder, wir hatten beim Aroser Viehmarkt sind wir mit kompletten Sammlungen losgezogen, Alter. Als das dann mit dem Internet angefangen hat. Als wir Amazon für uns entdeckt haben und wir dann gemerkt haben, dass man diese Bonrollen und diese Gutscheine, wo drauf steht Bratwurst und Bier in Rot, Blau und Gelb, also dass man die einfach im Internet kaufen kann, Junge, war das ein Fest, Alter. Also wirklich, ich hatte Viehmarktveranstaltungen, das war crazy. 7 Euro und du konntest halt machen, was du willst, Alter. Wir hatten sogar Autoscooter-Chips, die wir von Amazon gekauft haben. War absolut crazy. War absolut verrückt. Danke Sie mal, Ihr Supervisor. Der wollte uns jetzt einen von den dreien immer geben oder das er? Genau. Oder ihn mit, einer von den vieren. Okay. Viehmarkt ist Brautschau in Hessen, oder? Viehmarkt ist, da putzt du dich raus, ja. Viehmarkt heißt Eier rasieren und dann trotzdem besoffen allein nach Hause. Das ist Viehmarkt, ja. Hier, wunderbar. So. So, ist eine ganz einfache bewachungsrechtliche Überprüfung. Okay, von Ihnen bräuchten wir mal den Dienstausweis von der Firma, bei der Sie beschäftigt sind. Da habe ich leider noch gar keinen Dienstausweis von denen bekommen. Ich habe erst diesen Monat angefangen. Okay, also Sie können jetzt ohne falsch machen, wenn Sie den gar nicht erst bekommen haben, ja. Können Sie den auch nicht mitbringen. Der Mann wird in der Datenbank gecheckt. Und siehe da, auch er darf hier nicht die Fans kontrollieren. Und er ist nicht der Einzige an diesem Eingang. Wir haben jetzt hier am Eingang... Ich bin Hesse und habe noch nie vom Viehmarkt gehört. Ist das so ein Dorfling? Ey, weißt du was? Ich habe echt Mitleid mit Stadtkindern, ne? Also ich habe wirklich Mitleid mit Stadtkindern. Wirklich. K75, Wachpersonen kontrolliert. Musste nicht. Doch, klar muss ich das. Ich kenne ja auch die Geschichten von Stadtkindern. Die sagen, die reden sich ihr Leben schön. So Stadtkinder reden sich ihre Jugend schön. Weil die sagen dann sowas, original schon gehört. Die sagen dann so Sätze wie, ja, bei uns war immer cool, weil da war so erst ab 23.30 Uhr was los in den Läden. Oder so ein klassischer Stadtkindsatz, naja, vor 1 Uhr musst du da nicht hin. Wo ist denn das gut? Dicker, um 1 Uhr bist du als Dorfkind schon zweimal durch für den nächsten Tag. Fucking Dorfkinder sind 21 Uhr ratzevoll. Und dann kotzt man sich irgendwie noch bis nach Mitternacht, wenn's einen Anlass dafür gibt. Von denen drei bewachungsrechtlich zu beanstanden sind und hier keine solche Tätigkeit ausüben dürfen. Ein paar Minuten später ist einer von ihnen schon wieder da, als wäre nichts gewesen. Er ist, wie gesagt, im BWA in Prüfung. Also. Der darf bewachungsrechtlich noch nicht tätig sein. Warum wurde mir gerade trotzdem gesagt, dass es jetzt okay ist, alles okay? Nee, also von mir aus nicht. Deshalb habe ich ja Sie vorhin aufgesucht. Ja. Weil nicht überprüft werden kann, ob der Bewacher überhaupt die Freigabe von den Berliner Sicherheitsbehörden hat, muss er gehen. Gleich kommt er an in Frankfurt-Oder, der Sonderzug nach Berlin.
Und weil polnische Fußballfans nicht nur berühmt, sondern bisweilen auch schlagkräftig sind, wird verstärkt kontrolliert. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal von Trinkspielen gehört habe und dann ansehen musste, wie Stattis an ihrer Mische nippen. Bruder, Rito, Stadtkinder, wenn du Trinkspiele für... Also erstmal brauchen Dorfkinder keine Spiele, um zu trinken. Ne? Das ist halt Kindergeburtstag. Aber Stadtkinder haben so Brettspiele. Da gibt es so Trinkbrettspiele. Die sitzen da, haben ein Brettspiel und spielen dann Brettspiele, wo ihnen dann der Spielehersteller auf Karten schreibt, dass sie einen Schluck trinken sollen. Die gibt es. Das ist verrückt. Entschuldigung, Miri. Das ist verrückt. Ich habe schon Trinkjenga gespielt. Ich habe so Mitleid mit dir. Ich habe so Mitleid mit dir, dass du Trinkjenga gespielt hast. Das stelle ich mir so furchtbar vor, wenn da so eine Marianne sitzt in so einem Blumenkleid und sagt, guck mal, wenn der jetzt gleich umfällt, musst du einen Schluck trinken. Ich glaube, ich aufhängen. Ich will mich, glaube ich, echt aus dem Fenster werfen, Alter. Bruder, ich komme aus einer Zeit, wo die Russen bei uns sind, die wurden auch gar nicht abkassiert. So, du wusstest einfach, Edgar hieß der bei uns in der Klasse, Edgar, der Russe. Und Edgar wurde auch auf Dorffesten, beim Einlass wurden dem nicht die Getränke abgenommen, weil du wusstest, Edgar geht mit 2 Flaschen Wodka auf diese Veranstaltung. Eine leere und eine volle. Aus der vollen wird getrunken, in die leere wird gespuckt. Das ist, und die volle ist Vortrinken. Also Edgar hat 2 Flaschen Wodka, die erste hat er sich reingeschüttet, bevor es überhaupt dahin geht. Und dann steht er auf dieser Veranstaltung immer mit 2 Wodkaflaschen, die eine wird draus getrunken, in die andere wird dann reingespuckt. Ja? Und dann irgendwann verschwindet der so ab 22 Uhr, ist er einfach weg. Wo ist Edgar? Keine Ahnung, der ist weg. Das war normal. Da brauchst du keinen Jenga für. Da brauchst du Edgar. Gesucht werden Hieb- und Stichwaffen und die eine oder andere Schreckschusspistole. Das Übliche eben, was man so finden will. Alle haben ihre Pässe dabei und einer noch dazu eine verdächtige Substanz im Gepäck. Nur Marihuana. Also keine Pyrotechnik oder Bengalis. Das ist ja legal in Deutschland. Ja, aber die Einfuhr nicht nach dem Cannabis-Gesetz. Muss man erstmal lernen. Du brauchst als Anlass nur einen Kasten, der gerade rumsteht. Du brauchst als Anlass legit einfach nur irgendwas. Wetter reicht da auch aus. Dorfkinder, da reicht Wetter. Heute ist schöner Tag. Ja, wollen wir einen trinken an der Bushalte? Ja, warum nicht? Das ist legit fucking alles, was reicht. Oder heute ist beschissenes Wetter. Ja, wollen wir in der Bushalte? Ja, machen. Das ist scheißegal, Alter. Das ist komplett scheißegal. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum es Amateurfußball gibt. So, warum es sowas wie Kreisliga-Fußball gibt. Gibt es legit, glaube ich, nur zum Saufen, Alter. Was macht ihr hier? Wir gucken Kreisliga. Ist ja nicht so, als ob das irgendwie sportlich gut wäre. Ist ja nicht so, als ob man das irgendwie gucken würde, weil man, also was erwartet man, wenn man fucking Kreisliga-Fußball guckt? Was soll dabei rumkommen, Alter? Kreisliga-Fußball, das sind 42-Jährige mit kaputten Knien, die auf Kniehöhe grätschen. Die wollen sich legit nur verletzen und dann ausgewechselt werden. Und dann, da sprechen wir über den Sport, wo es keine Linienrichter gibt. Ne? Das ist crazy. Das gibt's echt nur zum Saufen, Alter. Weiterfahrt gen Westen. Und der Grund für die zweite Mannschaft, die in der Kreisliga spielt, zu saufen, ist, die erste spielt. Wenn die erste spielt, ist dann die zweite aus der Kreisliga da und betrinkt sich, um sich dann zu prügeln. Das ist crazy. Jetzt fühle ich mich getriggert. Warum? Weil du nicht eingeladen warst, oder wie? Regen in Berlin. Die Fanmeile kurzzeitig geschlossen, was polnische Fans frustriert. Eine Einsatzhundertschaft versucht, sich Gehör zu verschaffen. Gar nicht so einfach. Wir müssen jetzt hier überprüfen, euch jetzt mal kurz. Beziehungsweise euch sagen, wird gleich gesagt, was jetzt hier passiert. Dann verleitet ihr dem einfach voll. Beruhigt euch mal.
Und selbst der Schiedsrichter, der ist, ist der 55-jährige Thomas, der nur in der Mitte steht, weil er keinen Bock hat zu laufen. Also ich muss ja wirklich sagen, Amateurfußball habe ich immer am meisten geliebt, wenn die Schiedsrichter so motivierte Ficker gewesen sind. Die hast du erkannt, wenn die so ein Slimfit neongelbes Adidas Referee Jersey hatten oder Karten dabei oder so und sich warm gelaufen haben, dann wusstest du, das wird ein Top-Spiel, Alter. Dieser Schiedsrichter wird heute auf jeden Fall seinen Spaß bekommen. Der wird hundertprozentig seinen verfickten Spaß bekommen. Und Bierbauch. Nee. Die Schiedsrichter mit dem Bierbauch, die waren unantastbar. Da hast du auch nichts gemacht. Wenn die gesagt haben, ist Abseits, dann haben sich auch alle drauf geeinigt. Weil die wussten, der weiß sowieso nicht, was Abseits ist. Und der steht ja eh im Mittelkreis. Also wie soll er wissen, ob das Abseits ist? Da wurde sich einfach drauf geeinigt, dass das stimmt. Aber die motivierten Motherfucker, die halt Marathon laufen in diesen Slimfit, engen, neongelben Adidas Referee-Jerseys, die haben immer auf die Fresse gekriegt, Alter. Die haben richtig auf die Fresse gekriegt. Bei denen wusstest du, Alter, die gehen nur hundertprozentig mit dem Nagel im Reifen nach Hause. Fucking 250-prozentig. Wo parkt der Schiedsrichter? wenn der sich warm gelaufen hat, haben die Ersten sich schon informiert, wo der parkt. Ruhe! Okay, sag jetzt! Hey, Ruhe! Chico! So, jeder, der ein Passport bei hat, kann schon mal gucken, ganz langsam, wo der ist. Okay. Und jetzt ist hier Ruhe und ich will keinen Kurve, ich will nichts. Gut, ich bin auf eurer Seite. Ey, Bichok Deche Passporte. 90% aller Sportvereine sind wegen Saufen, mindestens nach dem Training, da geht die AfD hin. Genau, und wisst ihr, was Linke machen? Die sagen, naja, ich weiß nicht, ob man jetzt Trinken so romantisieren sollte. Das sagen Linke, deswegen sind wir bei 2,6%. Weil Linke sagen, nee, also keine Ahnung, die Romantisierung von Alkohol ist mir hier schon ein wenig, also das finde ich höchst problematisch. CN Alkohol. Ja. Wie willst du eine linke Dorfjugend haben? Wie soll das gehen, Alter? Wie soll das gehen? Weiß ich nicht. Feierabend, sorg für dich meine rote Sonne, auf dass du immer scheinen mögest. Karl Kai wird niemals Selbstmord begehen. Dankeschön. Dankeschön. Wie stehst du denn zu Alkohol, wenn ich fragen darf? Ist eine höchst problematische Substanz. Wie stehst du denn zu Alkohol? Auch legit nur eine Frage, die irgendwelche Internetlinken stellen könnten. Wie stehst du denn zu Alkohol? Dieser Mackersport ist nichts für mich. Kleiner als drei. Moment mal, das ist der wildeste Satz, den ich jemals gehört habe. Ey, linke Dorfjugend ist based, die Städter sind das Problem. Hast du legit, hast du einen Nagel im Hirn? Sui. Danke, musste heute schon sehr oft lachen. Dann einige freiheitsentziehende Maßnahmen, wie es im Polizeideutsch heißt. Die Vorwürfe reichen von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bis Beleidigung. Nur einer gibt nicht auf. Wenn jemand so explizit nach der... Bruder, das einzige Linke, das man von Dorfjugendlichen hört, ist, naja, also die Onkels, die sind ja gar nicht mehr rechtsextrem. Das ist legit das Linkeste, was man von der Dorfjugend hört. Polizei verlangt, lässt sich die 12. Einsatzhundertschaft nicht lange bitten. Du hast aber auch einen Bär. Yes. What's wrong? Ganz normale Polizeiarbeit, Freunde. Falls das irgendeiner jetzt hier methodisch kritisieren möchte, das ist ganz normale Polizeiarbeit. Ganz normale Polizeiarbeit. Was? Verdient, I guess. So sieht man jetzt. Der polnische Angreifer scheitert an der deutschen Fünferkette. Widerstand aussichtslos. Für heute
Spielsperre. Aber was hat er denn jetzt gemacht? Deren Problem. Dann ist ein Pole mit Glas und Hefeweizen auf der Flucht. Die Polizei stellt den tatverdächtigen Trinker. Lass den doch in Ruhe. Oh Gott, Alter. Excuse me, but this is illegal what you did there. You took the glass from the Veranstalter and you tried to run away with a full glass. That's the reason why in Germany we have fund, something like fund. You know, the money that you gave him for the glass. This is quasi, quasi you get the money back if you get the glass back. This is illegal. Da können froh sein, dass er noch nicht im Schmerzensgriff ist. Oder das, also in Amerika wird, glaube ich, wenn du die amerikanische und die deutsche Polizei mischen würdest, dann würden die den wegen diesem Glas jetzt erschießen, glaube ich. Das Bier darf er behalten, das Glas nicht. Ich würde sterben für meinen Chef und für das Glas meines Chefs. Mein Chef hat für dieses Glas Geld bezahlt und ich werde für dieses Glas notfalls sterben. Hello? Yes. This is a restaurant, a security craft, and I have to melt missing glass. There was a pole that took the glass away, and I need two Polizisten now to get me the glass back for my chef. Okay. Ja, das ist ein Pole, Alter. Der zieht halt so einen halben Liter Weizen, zieht er halt auf links weg, ne? Das ist halt für den wie Milch. Okay. Unentschieden. Oder wie Bruno Labbadia einst bemerkte, alles von den Medien hochsterilisiert. Die Europameisterschaft ist vor allem eins: personalintensiv für die Polizei. Jeder Fan. In Berlin, bei meiner ersten Dates mit Isa, wollte ich in so eine Cocktailbar, weil ich mir gedacht habe: okay, wusste ich noch nicht, dass er ostdeutsch ist. Also, dass ja auch Ostdeutsch ist und so, da denkst du ja immer, okay, muss halt irgendwie so heidi-teidi machen. Und dann waren wir in so einer Cocktailbar, so in so einem edlen, fancy Berliner Viertel. Und dann sitzen wir da und ich gucke mir die Cocktailkarte an und ein Cocktail hat 15 Euro gekostet. 15 Euro! Ein Cocktail! Und dann, das war so der Make-or-Break-Moment. Und da hat Isa gesagt, 15 Euro, spinnen die, wir gehen. Und da habe ich gesagt, nee, ich hatte 50 Euro dabei. Ich habe gesagt, komm, wir trinken jetzt einen Cocktail. Dann haben wir da irgendwie 6 Stunden gesessen, einen Cocktail getrunken. Ich hatte Sodbrennen bis zum Gehtnichtmehr, weil da war halt kaum Alkohol drin, es war nur Saft. Und am Ende habe ich dann beide Gläser geklaut und die Decke noch. Weil ich mir gedacht habe, ey, wenn ich 30 Euro für 2 Cocktails zahle, dann will ich auch einen Mehrwert haben. Und dann, die hatten da so schöne Außendecken, so rote, die haben wir mitgehen lassen und dann zu den Obdachlosen gegeben. Da gibt es in Berlin halt so Ecken, da kannst du so Decken und Jacken für Obdachlose hinlegen. Haben wir die Decken geklaut, haben sie da hingelegt, haben die Gläser mitgenommen. Zug, wie der gleich aus Polen, wird von der Bundespolizei in Empfang genommen und weitergeleitet. Polska! Biało-Czerwoni! Biało-Czerwoni! Polska! Biało-Czerwoni! Polska! Viel Aufwand für 450 Polen. Dabei sind die berüchtigten polnischen Huls gar nicht dabei. Zumindest jedenfalls nicht sichtbar. Wir mussten davon ausgehen, dass die Auslassung des Zuges. Deswegen ist noch. Ey, verjährt mittlerweile. Mittlerweile verjährt. Mittlerweile easy verjährt. Das heißt Wohnungslose. Du spielst damit die Nöte der Obdachlosen runter. Das tut mir sehr leid. Ich werde versuchen, meine Sprache zukünftig sensibler zu gestalten. Größer ist, der Sonderzug war mit einer Kapazität von 1000 Plätzen angekündigt. Und wenn ich dich an dieser Stelle als Sozialwissenschaftler kurz korrigieren dürfte, es heißt WohnungslosInnen. WohnungsloseInnen. Oder wohnungslose Menschen. Oder Menschen mit Wohnungsbedarf. Es sind jetzt weit weniger mit. Das konnte aber erst heute ganz kurz. Menschen und Otherkins mit Wohnungsbedarf. Oder Bedarf an Wohnungen wäre auch. Mit Bedarf an Wohnraum. Dann in Erfahrung gebracht werden. Unklar ist, wie es jetzt weitergeht. Ein Zusammentreffen mit den Österreichern soll auf jeden Fall verhindert werden.
aber erstmal Stau auf allen Bahngleisen. Nicht jeder Polizist hat in den 4 Wochen EM unmittelbar mit Fußball zu tun, aber mittelbar. So wie die Zivilfahnder vom Kommissariat 44. Wir bemerken das auf jeden Fall. Wir sind in den Feierbereichen, hier auf den Feiermeilen sind sie auf jeden Fall unterwegs. Und Fußballfans trinken auch gerne Alkohol. Und das ergibt schon Probleme. Wir merken das. Ach, wirklich? Heute wollen die Ermittler versuchen. Wirkt Alkohol schafft Probleme. Das ist mir vollkommen neu. Suchen ein paar Tatverdächtige aus den vergangenen Nächten dingfest zu machen. Es geht um Diebstahl, Raub und gefährliche Körperverletzung. Bekannte treffen. Bruder, das ist ein Jackpot für deutsche Polizisten, Alter. Die sehen das und wissen, okay, der Arbeitstag ist gefüllt. Punkte werden observiert. Das ist auch Kleinhändlerklientel zusammen mit Konsumenten. Es mischt sich hier so ein bisschen durch. Doch die Zielpersonen sind nicht dabei. Weiter in den Szenebezirk Friedrichshain. Berlins Party Kiez Nummer 1. Ich hasse alles an Friedrichshain. Ne? Ich sehe den Laden. Ich sehe den Laden, lese Alternative Fashion Store und will Friedrichshain schließen. Wer hier mietet, zahlt gerne mal. Und ich schwöre, das ist ein langer Pony für Friedrichshain. Das ist für Friedrichshaimer Verhältnisse ist das ein sehr langer Pony. 30 Euro pro Quadratmeter kalt. In diesem Haus ist das anders. Hier nimmt sich, wer will, eine Wohnung umsonst. Aber mittlerweile, ey, alles fake übrigens, ne? Mittlerweile zahlt es in Friedrichshain mehr Miete als irgendwo, als fucking irgendwo in Schöneberg. Um in so einer abgewichsten Pisswohnung in Friedrichshain zu leben, zahlst du 2000 kalt. Ne? Das ist einfach nur, du kannst dir da den Lifestyle kaufen. Du gehst dahin, so eine abgeranzte Pissbude, und du zahlst 200 Euro extra, wenn es nach Urin stinkt im Flur. Oh ja, der Uringeruch hier im Flur ist sehr alternative. Kostet aber auch extra. Ja. Sehr sicher hier. Die Türen eingetreten, die Schlösser meist kaputt. Ermittler Laun sucht noch die richtige Wohnung. Ja, aber da wohnt scheinbar wirklich jemand drin. Aber nicht die Männer, um die es geht. Ganz oben startet sein Kollege einen kleinen Lauschangriff. Er hört Stimmen. Das ist so eine Wohnung, wo die Herrschaften aus Nordafrika wohnen. Oh, 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 oh. Ja. Ich frag mal kurz noch, ob eine Streife noch in der Nähe ist. Zu zweit reingehen ist zu gefährlich. Im Milieu sitzen die Messer locker. Wolfgang, schnell! Komm her, Wolfgang! Die bei Spiegel TV, die gehen gleich ins Milieu, bei den Afrikanern. Da sitzen die Messer locker. Kurze Frage, ist noch jemand im Nahbereich Simon Dach und könnte mal herkommen? Wir haben noch 9 Minuten Anfahrtsweg, ja? 9 Minuten. Die Prinzen könnten auch kommen. Etwas zügiger. Ja, dann komm doch. Ja, hier, der Ronny und ich sind auch in der Nähe. Wir würden auch kommen, wenn es um Afrikaner geht. Ja? Wir sind schneller da. Wir rennen. Der Ronny rennt schon. Ronny, komm! Der Ronny ist immer übermotiviert, wenn es gegen die Afrikaner geht. In der Wohnung werden sie eine 13-Jährige antreffen. Ja, hier Streife 3. Ronny Kasalek. Ich sitz schon im Keller. Ich komm hoch. Und 2 Tunesier, von denen einer am nächsten Tag tot sein wird. Am Nachmittag marschiert die Alpenrepublik, begleitet von der 33. Einsatzhundertschaft. Wir laufen jetzt mit, um einmal zu gewährleisten, dass sie den Weg letztendlich ganz einfach auch finden zum S-Bahnhof. Von da aus geht's dann weiter. Bruder, der hat die 69 auf dem Trikot. Der ist bestimmt ein ganz witziger und vor allem wilder Ficker, Alter. Daran erkennst du die richtig witzigen Menschen mit der 69 auf dem Trikot. Unter Begleitung der Bundes... Bei der Lufthansa, da sammle ich viel Fickermeilen. Verstehen Sie? Verstehen Sie?
Die Polizei zum Olympiastadion. Dank des deutschen Trainers Rangnick sind die Ösis auch mal wieder in der Lage, jemanden zu schlagen. Die Aussicht auf einen Sieg mobilisiert. Schätzungsweise 20.000 Österreicher in Berlin. Ich brauche eine Führung. Ist es sicher angebracht, einen Fanmarsch zu machen. Der aber nur 2,5 Kilometer geht. Dann soll es mit der S-Bahn Richtung Stadion weitergehen. So hat die Politik. Ich kann mir schon vorstellen, warum sich das gut anfühlt. Ne? Also das letzte Mal, als 20.000 Deutsche in Wien waren, gab es einen Anschluss. Ne? Das weckt schon Erinnerungen. Sei alles im Blick und Griff. Von hier aus geht's weiter mit der S3. Was macht er denn? Was ist das denn? Herzlich willkommen, liebe Österreicher. Hier ist die Berliner Polizei. Wir begrüßen Sie ganz herzlich in Berlin, der Landeshauptstadt. Heute Abend geht's gegen Serbien. Das ist ja crazy, Alter. Das ist ja crazy. Melden sich sofort 5 Streifen, die in 3 Minuten quer durch Berlin ballern. Das ist ja crazy. Der S9 Richtung Spandau. Die Kollegen von der Bundespolizei werden dafür sorgen, dass ihr auch gut aufs Gleis 7 oder 8 kommt. Wir sind ja weiß. Das ist ja die geilste Frisur. Bruder, was eine geile Frise, ey. Das hat so Aura, ey. Das hat so Aura, diese Frise und der Schnörri. Das hat mega Aura. Am Stadion versuchen Unentwegte noch an Karten zu kommen. Einer soll als Österreich-Star Marcel Sabitzer-Double durchgehen. Wir suchen Tickets. Für Österreich, Polen. Für Österreich gegen Polen. Und schon Angebote? Noch nicht, die ersten. Kumpels von uns haben gerade welche verkauft auf eBay. Mit 50 Euro Aufschlag weiterverkauft. Das ist ein fairer Preis. Am Austragungsort sind dann fast alle gleich. Ob Ösis oder Polen. Es dominiert Rot-Weiß, Weiß-Rot. Zurück in die Simon-Dach-Straße. Ermittler des Kommissariats 44 suchen in einem heruntergekommenen Haus immer noch nach einem tatverdächtigen Tunesier. Momentan warten sie auf Verstärkung. Ja. Mal schauen, wie es aktuell steht. Das ist crazy. Ja, hier, Hermann, kannst du mal gucken, wie es beim Fußball steht, bevor wir dem Tunesier die Tür eintreten? Oh, jetzt schon 3-1 für Österreich. Das wird schwer für die Polen, das noch umzukehren. Plötzlich. Der hat sogar so einen Rucksack, Alter. Was hat der sogar so einen fucking Rucksack auf Spannung, ey. Das ist ja crazy. Officer, was haben Sie da im Rucksack drin? Ah, Stullen von meiner Frau. Die hat mir die geschmiert heute Morgen. Schweinelachs. Schweinelachsbrötchen. Schweinelachsbrötchen und Joghurt. Und eine Apfelschorle. Oder so Gulasch in so einer Tupperdose. Und dann so ein Zippbeutel mit einem geviertelten Apfel. Geräusche im Treppenhaus. Jemand kommt. Kann natürlich sein, dass wir die mal überprüfen müssen. Ach nee. Sind unsere. Hallo. Wir wollen nur mal anklopfen. Und kurz fragen, ob sie sich mal zeigen. Ja, nicht gleich reingehen. Ich gehe jetzt mal klopfen. Die Männer gehören zur Kriminalinspektion 4, zuständig für Brennpunktermittlungen. Hauptklientel: Dealer, Messerstecher, Antänzer, Diebe. Hallo. Hier ist die Polizei, machst du mal auf. Hallo. Hallo, hier ist die Polizei, machst du mal auf. Ne? Ein ziemlich gängiger Satz übrigens. Ne? Wenn man auf der einen Seite respektlos
Afrikanern oder Tunesiern gegenüber fragt oder wenn man bei Jürgen Elsässer klingelt. Ne? Das lief da genauso, als sie beim Jürgen geklingelt haben. Jürgen! Jürgen, machst du mal auf? Wir sind dienstlich hier heute. Kochte iPhone vor 3 Tagen habe ich auch noch dabei. Wir wollen noch mal wissen, wer da ist und wer hier der Verantwortliche ist. Dürfen wir reinkommen? Ja? Wer ist denn alles da? Sofort bricht Tumult aus. Die Männer sind Polizei bekannt. Auch ein junges Mädchen ist da. Sie ist 13. Angeblich sind die Männer ihre Freunde. Okay. Gibst du mir trotzdem mal einen Ausweis? Sehr gerne. Das ist Mohammed. 20 Stunden später ist er tot, erstochen. Als dringend tatverdächtig gilt ein Libanese, der mittlerweile in Haft sitzt. Kannst du mir sagen, wo ist denn derjenige, der verantwortlich ist für die Wohnung? Urlaub. Urlaub? Er ist nicht hier, er ist in Französien. Heute kann hier nichts mehr geklärt werden. Das Mädchen darf bleiben, auch wenn sie minderjährig ist. Und Österreich gewinnt gegen Polen 3:1. Ein paar Einsätze später. Bruder, wer nimmt denn für sowas Miete? Wie darf das legal sein, dass du für sowas Miete zahlen musst? Mittlerweile spielt Holland gegen Frankreich. Und die Polizisten vom Kommissariat 44 sind immer noch unterwegs, fahnden jetzt nach einem Messerstecher auf der Flucht. Wir suchen einen ungefähr 1,75 groß, dunkle Haare und einen Trainingsanzug, lang, blau-weiß. Das besetzt das Haus? Ah, okay. Okay. Von Lacoste. Wie immer ist noch alles unklar. Wer wen warum abstach, soll jetzt ermittelt werden. Um die Opfer kümmert sich der Notarzt. Ganz in der Nähe der Tatort. Überall Blut. Also angefangen hat die Tat vermutlich ein paar hundert Meter auf der linken Straßenseite. Und man kann halt anhand der Blutspur das alles gut, also relativ gut weiterverfolgen. Und hier hat dann der RTW die Person aufgenommen. Sieht schon so aus, als wenn es heftig rausgespritzt ist, ne? mit Druck. Ja. So richtig regt das Ermittlerlaune nicht mehr auf. Eigentlich relativ normal hier, diese Messerangriffe gibt es hier des Öfteren. Und das könnten ja auch, sind ja wohl auch Streitigkeiten unter verschiedenen Menschen hier aus dem Milieu. Das kommt schon öfter vor. Das Milieu, von dem er spricht, ist übrigens Armut. Ne? Also es ist ein sogenannter Armutsmilieu. Mittlerweile nennt man das Milieu. Ne? Ein paar Straßen weiter schnappen Polizisten den tatverdächtigen Messerstecher im blauen Trainingsanzug. Er und sein Opfer gerieten kurz zuvor schon mal aneinander. Die Polizei hat die Daten der Tatbeteiligten aufgenommen. Alle sind einschlägig polizeibekannt. Frankreich und Holland trennen sich an diesem Abend 0:0. 4 Tage später legen die niederländischen Fans Teile der Hauptstadt kurzfristig lahm. Bin mir nicht so sicher, ob der Armut meint. Really? Wirklich nicht? Meinst du wirklich nicht, dass der damit Armut meint? Ich dachte, der meint damit Armut und hätte begriffen, dass das ein systemischer Kampf ist. Scheiße, wenn das doch nicht so ist, dann ist die ja schlimmer, als ich gedacht hätte. Uzun oynadı sağ kanada Zeki'ye. Zeki kontrolü sağladı. Zeki yaptı ortayı. Die Fußball-EM und die Polizei. Heute spielen Türken gegen Portugiesen in Dortmund. Und Pro-Palästina-Demonstranten gegen die Polizei in Berlins Mitte. Die Stimmung aufgeheizt. Am Ende des Tages wird es mehr Verhaftungen geben als am 1. Mai. Ja, weil da sind natürlich ganz viele schlimme Antisemiten dabei, die da protestieren gegen den Genozid. Da muss man aufpassen. Wen jucken schon ein paar kroatische Nationalisten? Ja. Die sind ja ganz friedlich. Die Leute, die sagen, Völkermord geht nicht klar, die gehören in die Ecke geprügelt, diese Schweine. Wir haben jetzt schon mehrere Festnahmen durchführen müssen hier. Wir haben jetzt über 12 Festnahmen, glaube ich, schon, aber zum größten Teil alles
Verstöße wegen des Ausrufens verbotener Parolen, die den Paragraph 86a StGB erfüllen. Den Arm locker. Das ist doch alles locker, hä? Ja, das würde ich nicht sagen. Auch einer der Wortführer darf nicht weiterlaufen. Hier einmal zur Seite. Sie haben ihn einfach so gemacht. Ja, wir erklären ihn gleich alles. Alles gut. Demo-Motto: Stoppt den Gaza-Genozid. Selbst Greta Thunberg hatte zur Teilnahme aufgerufen. Rund 2000 Sympathisanten haben vor allem ein Anliegen. There is only one solution. Intifada Revolution. Auf Seiten der Polizei sind hier und heute 400 Schaften dabei, die in den Tagen davor und danach wieder die Europameisterschaft schützen müssen. Darf ich ausreden jetzt? Sie sind Beschuldigter einer Straftat. Es ist natürlich eine Belastung jetzt zusätzlich mit allen Sicherheitserfordernissen rund um. Ich habe jetzt bedauerlicherweise die Aufarbeitung verpasst von Spiegel, aber ich wollte an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, Free Palestine. Alle Fanzonen um alle Spiele ist und dann zusätzlich natürlich noch das Alltagsgeschäft und dann noch aktuelle Anlässe, ist viel. Die Türken spielen heute gegen Portugal. Nach einer Viertelstunde steht es 0-0. Die türkischen Fans noch voller Hoffnung. Komm mal, Männer, wer gewinnt? Bei den Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Rechtsstaat gibt es am Ende 70 Festnahmen. Ein Polizeibeamter muss nach einem Flaschen... Das ist verrückt, die Polizeigewalt in Deutschland gegen Protestierende für Palästina. Das ist absolut verrückt. Da schäme ich mich für. Da musst du dich für schämen. Wurf ins Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wird erst Tage später gefasst. Und der Nachwuchs, der übt schon mal. Moment, was? Habt ihr gerade eine Protestgruppe gegen den Völkermord Nachwuchs für Messerstecher genannt? Der übt? Oder bin ich blöd? Von der Hamas distanziert sich keiner. Ich bin weiß und sprachlos. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid, aber ich bin sprachlos. Da fällt mir nichts zu ein. Für Polizeiführer Naht und seine Einsatzhundertschaften geht die Demo noch 2 Stunden weiter. Wann sehen wir uns eigentlich wieder? Vielleicht am Dienstag. Was ist da? Wäre das Niederlande-Spiel, da sind wir alle gespannt, aber das wird dann eine andere Stimmung sein als hier. Wo dann alle aus Spaß. Kann mir einer sagen, was genau mit Intifada gemeint ist in dem Zusammenhang? Kann das nicht. Intifada heißt Aufstand. Das ist legit alles, was das heißt. Und denke mal, dass in Palästina derzeit relativ viel passiert, wo man aufständig sein könnte gegen, oder? Was von links auf rechts auf die Straße springen. Ja, ganz gut. Bis dann. Ciao. Falls du nicht weißt, gegen was man derzeit aufständig sein könnte, gebe ich dir einfach kurz 2 Begriffe. Genozid und Apartheid zum Beispiel. Wären 2 Möglichkeiten. Gakpo, du und mal! Aber Israel sagt, das stimmt nicht, was jetzt. Du hast nicht den Status, sowas zu schreiben ohne Kappa. Bitte schreib Kappa oder lass es. Kein Thema, wo irgendwelche weißen Keks Witze drüber machen sollten.
Europas Feierbiester aus den Niederlanden treffen sich rund 3,5 Kilometer vom Stadion entfernt. Fanmarsch begleitet von Florian Naht und seinen Leuten. Neulich noch bei der Palästinenser-Demo mit unzähligen Festnahmen. Und heute Fußballfreude-Eierkuchen? Ist total entspannt, Feierlaune. Also der größte Kontrast, den man sich so vorstellen kann zu dem vorherigen Ding am Samstag. Team Oranje will bis zum Stadion durchfeiern. Genug Personal kriegen sie jedenfalls auf die Straße. Ich erwarte hier deutlich mehr als 20.000. Ja. Alles unter 10.000 ist Individualanreise. Kaum gestartet, bringen die Holländer... Ich kannte das Wort nur nicht und wollte wissen, ob das kritisch gesehen werden kann oder ob es harmlos ist. Das, alles, jedes Wort kann und wird kritisch gesehen. Das Wort Antifa wird kritisch gesehen. Länder die Verhältnisse zum Tanzen. Auch der Sieger scheint festzustehen. Mit dabei die Fußballhelden von einst. Cruyff, Van Basten, Bergkamp, Krüllit und Robben. Legenden zweifelsohne. Ihr wolltet die Zahl wissen, wie viel jetzt im Fanmarsch sind? 25. Bei der kritischen Einordnung des Wortes Antifa kann man sich bei der CDU und Rechtsfaschus bedanken. Ja, und bei den Grünen und bei der SPD. Bei legit allen, außer der Linkspartei. Genau. Auch die Zivilpolizisten des LKA 33 sind wieder unterwegs und kontrollieren die unsicheren Sicherheitsleute an den Eingängen der Fanmeile und am Stadion. Erstmal kurz die Lage sondieren. Dann los. Guten Tag, danke. Ja, wir sind ja dann quasi schon eingespieltes Team hier, auch mit Ihnen. Wir holen uns nach und nach Ihre Mitarbeiter raus. Auch heute fehlen den Mitarbeitern die nötigen Genehmigungen. Manche verstehen kein Wort Deutsch. Völlig unklar, wie sie die 40-stündige Schulung für den Job bei der EM bestanden haben. Okay. Where do you have some, where do you live in Berlin? Adres, ja. Kannst du schon was sagen? Sie ist nicht im BWR, oder? Gar nicht, ne? Welche Firma bezahlt dich heute? Also du musst ja von irgendjemandem Geld bekommen. Also von meinem Chef bekommen. Aber wer ist der Chef? Völlig richtig. Wenn ich ein Telefon habe, dann habe ich das hier. Please inform us when your boss has. Okay. Frag nochmal ganz kurz, wie ist es bei Ihnen? Die werden halt angerufen von irgendeinem Kumpel, der einen Kumpel kennt, der einen Kumpel kennt, der ein Subunternehmen hat. Und ob sie da den Tag Security machen wollen. Das ist so passiert, so läuft das da in Berlin. Das sind ja keine Vollzeit-Security-Kräfte. Die werden gefragt, weil die halt Geld brauchen und weil die am Wochenende Zeit haben und bei solchen Überangeboten oder bei so einem hohen Aufmaß dann Aufträge angenommen werden, die man mitarbeitertechnisch nicht stemmen kann. That's it. Der darf auch nicht arbeiten. Darf nicht arbeiten. Nee. Die 333 darf auch nicht, ne? Und was ist das für eine Firma? Die Verstöße werden an die zuständigen Ordnungsämter gemeldet. Wir haben jetzt hier an dem Eingang K7 fünf Wachpersonen kontrolliert und vier von denen sind bewachungsrechtlich nicht zugelassen. Die dürfen also diese Tätigkeit Körperkontrolle und Taschenkontrolle nicht ausüben. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, dass neues Sicherheitspersonal nachkommt und dann können wir weiter kontrollieren. Das ist übrigens, Bruder, ich weiß nicht, ob das hier für irgendjemanden News sein wird, aber der Grund, warum das so eine Katastrophe ist, sind nicht diese armen Seelen, die da stehen. Die können da nichts für. Aber auf die wird das gelenkt. So, der Deutsche sieht das und denkt sich, na unfassbar, dass der da ohne Genehmigung steht. Das ist ja, nee. Das Problem ist, dass wenn du solche Großveranstaltungen hast, dann brauchst du eine vernünftige Sicherheit dort. Und wer macht das? Nicht die Privatwirtschaft. Weil wenn du das privat machen lässt, wenn du da privat für Sicherheit sorgen lässt, dann ist das Ergebnis. Am nächsten Eingang dasselbe Bild. Offenbar macht hier jeder, was er will. Oder was das meiste Geld bringt. Alle vier, die wir bisher hatten, dürfen nicht bewachen. Es tut mir leid. Ja. Aber das haben andere zu verantworten. Ja, das weiß ich.
Jeder Security-Mitarbeiter bekommt eigentlich eine Einweisung auf Deutsch. Was aber viele Wachleute gar nicht verstehen, so auch dieser Herr. Okay, er hat also den Ausweis zu Hause und er hat nur diese Karte hier. Eigentlich muss sich jeder Wachmann bei Dienstantritt ausweisen. Wie der Ukrainer hier reingekommen ist, unklar. Ohne Ausweis? Ja, der Veranstalter. Also, müsste mal irgendeiner von denen herkommen, was jetzt ist, wie er sich ihm gegenüber ausweist. Aber natürlich hat der Wachmann eine Erklärung parat. Heute Probezeit. Probezeit. Haben Sie dazu? Ausreden, die ständig fallen. Sie klingen wie eingeübt. Und wie sind die Zahlen heute? Insgesamt waren das 24 Sicherheitsdienstmitarbeiter und davon hätten 15 diese Bewachungstätigkeit gar nicht ausüben dürfen. Was gibt's da so als Ausreden immer? Ja, die haben entweder einen Probetag oder sind den ersten Tag da oder für einen Bekannten eingesprungen. Entspricht eben alles nicht den gewerbe- und bewachungsrechtlichen Regelungen und die dürfen den Job da nicht weitermachen. Bombenstimmung bei den Holländern. Die 25.000 ganz in Orange sind mittlerweile am Ziel angekommen. Dann ein kleiner Stau vor dem Olympischen Platz. Wir müssen ein bisschen die Masse zurückhalten, weil jetzt der Platz vollgelaufen ist schon, der Olympische Platz. Deshalb stoppen wir jetzt ganz kurz auf, moderieren das auch an hier auf Niederländisch nochmal, dass alle es mitkriegen. Und sobald vorne an den Kassen der Durchlauf wieder ein bisschen zügiger geht, dann kommen die nächsten nach. Team Oranje kann keiner die Stimmung vermiesen, auch nicht die Gegner heute. Und auch der Chef des Gesamteinsatzes während der EM, Stefan Katte, wirkt entspannt. Deswegen, jetzt stimmt ihr einfach ab miteinander, darum ging mir das. Er führt den Einsatz von vorn, wie es in der Polizeisprache heißt. Mit anderen Worten, immer am Einsatzort. Meine zauberhaften Begleiterinnen sind sozusagen mein Funk und mein Ohr am Telefon. Und ansonsten telefoniere ich natürlich auch beidseitig, ja, mit meiner Befehlsstelle. Weil der grundsätzliche Rahmen ist ja alles vorgegeben. Es geht ja nur noch um Kleinigkeiten, die dann so nachzukorrigieren sind. Und die sozusagen kläre ich dann über Telefon. Wir singen rot, wir singen weiß, wir singen rot, weiß, Österreich. Wir singen rot, weiß, Österreich. Wir sprechen Hochdeutsch. Ich sage eins, Niederlande 0, Österreich 1. Ob der Kollege Herr oder unter lieben Norddeutschen. Ich kann Hochdeutsch sprechen, ich bin gut erzogen worden und ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt. Safe FPÖ-Wähler, die nur auf den Anschluss 3 warten, ey, wirklich. Österreich gewinnt 3-2. Weiter kommen trotzdem beide. Los geht der Spieltag mit Schweizern. Rund 3000 von ihnen ziehen durch die Hauptstadt. Für die italienische Konkurrenz gibt es was auf die Ohren, was man mit "Fickt euch, ihr Arschlöcher" übersetzen könnte. Alles von der Meinungsfreiheit gedeckt und von der Polizei begleitet. Ich bin Zugführer von der 25. Einheitsmannschaft und wir begleiten die Schweizer Fans zum S-Bahnhof Charlottenburg. Wir sind mit ungefähr 100 Leuten hier. Wie viele insgesamt jetzt hier sind, glaube ich, weiß ich nicht. Plötzlich Bewegung im Zug. Offenbar haben die Fans an der Wegstrecke geheime Depots mit Original-Schweizer Lagerbier angelegt, die jetzt geplündert werden. 30 Grad im Schatten machen durstig. Und wo Alkohol fließt, macht sich gerne Mut breit. Erst wird das Spiegel-TV-Team bepöbelt, dann ein Laden angegriffen. Pyro, Bier und ein paar kampferprobte Eidgenossen. Europa. Warum wird der Laden eigentlich, weil da Flaggen hängen oder was? Dahle-Meisterschaft. Nicht nur die Polizei ist während der EM im Dauereinsatz. Auch andere Behörden arbeiten rund um die Uhr. Ey, das ist so peinlich, ey. Fußball könnte so geil werden, ne? So eine EM, die könnte so geil sein, wenn die einfach nur alle ihr eigenes Land abfeiern und sich einen reinprügeln in die Birne und sich nicht einfach hassen würden die ganze Zeit.
Fucking, also außer die Engländer, die sollten schon alle hassen, ne? Da bin ich ganz dabei. Ne? Das ist aber auch was Irisches. Ne? Da bin ich jetzt einfach auch zu lange hier, um das irgendwie negieren zu können. Aber das ist schon echt bedauerlich. Polizeiführer Katte besucht ein Lagezentrum, wo sich Verkehrsbetriebe, Bundeswehr, Feuerwehr, Stadtreinigung und Polizei austauschen. Machst du die Tür hier oder was? Ja, genau. Was machen wir hier gerade? Kleine Lagebesprechung. Oder gar keine Nationalmannschaften mehr. Ja. Wäre bestimmt eine mega witzige Welt, wenn es einfach überhaupt kein Entertainment mehr gäbe. Danke. 30 Leute haben von hier aus die Stadt im Blick. Herr Bruns als Leiter erklärt wie. Ich glaube, über die Karten brauche ich Ihnen gar nicht viel erzählen. Also Lagebild kennen Sie, den Aufbau zur Euro kennen Sie auch. Unser Dashboard mit den Auslastungszahlen kennen Sie auch. Lagefilm und Protokoll, das ist für Sie gang und gäbe. Katte bekommt einen Anruf. Bei den Schweizern brennt die Luft. Das wiederum muss der Leiter des Einsatzabschnittes Olympiastadion wissen. Hallo, Roman. So, ich habe von Flo mal so ein Stimmungsbild. Stimmungslage ist anders als bei den Holländern. Ich muss mir jetzt gerade die Stimmungslage hier erstmal aber auf diesem. Ich muss mir gerade mal die Stimmungslage hier auf dem Tisch angucken. Also. Was ist das? Ist das so eine. Sind das deutsche Börek oder was? Sind das irgendwie, sollen das Cigarra Börek sein, aber in groß und deutsch oder was? Das hier ist so ein Dessert, was jede deutsche Mutti kann und wo jede deutsche Mutti für beliebt ist. Wo alle immer sagen, oh, du musst das Schichtdessert im Glas von der Marianne mal essen. Das ist wirklich groß. Und die macht dann halt nichts anderes als so ein Kompott, Joghurt-Kompott. Und keine Ahnung, was das ist. Der Rest ist Kuchen wahrscheinlich, ne? Wobei, das ist Deutschland, das könnte ja auch Sülze sein. Was ist das? Das ist Kalbszunge in Sülze. Da steht ein Schild. Ja. Super. Stimmungslage ist anders als bei den Holländern. Offensichtlich buhen die alle aus, was wir machen. Gab auch kleine Festnahmen durch ein paar Dosen- und Flaschenwürfe. Und die sind wohl in der Stimmungslage ein bisschen anders unterwegs, als wir das von den Holländern und Österreichern gewohnt waren. Deswegen habe ich Ihnen jetzt. Ich mache übrigens keine Verurteilung mehr, dass das nicht vegan ist. Das sind alles Dinge, die kann man vegan machen und deswegen gehe ich in meinem Kopf davon aus, dass das vegan ist. Ich male mir die Welt so, wie es mir gefällt, Digga, ganz ehrlich. Ich habe schon mal gebeten, nochmal eine Einheit mit Richtung Südtor zu schicken, weil die Schweizer gehen ja über Kummertorplatz rein und dass wir mal gucken, ob wir da auch unsere Vorsperre schon mal installieren und vorbereiten, um den Druck von den Kassen zu nehmen. Derweil wird rechts am Wegesrand Bier geworfen. Hoch in den zweiten Stock. Eichhof Lager. Teilen macht Spaß. Am Bahnhof stockt der Verkehr. Völlig überraschend. Viele Menschen, wenig S-Bahn. Das kennt man in Berlin. Und wann geht's weiter? Kann ich schwer einschätzen. Ich glaube, also die Taktung ist, glaube ich, alle 10 Minuten oder so. Und ich glaube, zwei Taktungen brauchen wir noch und dann sind die, denke ich, weg. Aber reine Vermutung. Wissen tue ich's nicht. Ja. Später besiegt die Schweiz Italien mit 2-0. Alles bleibt friedlich. Dankeschön. Am Abend geht das Sommermärchen weiter. Der Polizeiführer will sich einen Überblick verschaffen. Am besten von oben. Und ganz nah dran. Deutschland spielt gegen Dänemark. Polizei und Veranstalter erwarten viele Fans. Bist du nicht der Arzt, der Taser-Videos lustig fand? Warum sprichst du in der Vergangenheit? Warum das Präterium, mein Freund? Damit es kein Gedränge gibt und niemand zu Schaden kommt, ist eine halbwegs genaue Schätzung von Vorteil. Warte mal, hast du gesagt 17.500? Ah, never ever. Nein, deswegen. Das ist fucking nichts Witzigeres, als wenn so ein Versager weggetasert wird. Das ist legit das Einzige, wofür du die Polizei gebrauchen kannst, wenn die in Amerika irgendwelche Lappen wegtasern.
Wir können ja mal nach hinten laufen, wenn wir wollen. Wollen wir uns ein bisschen bewegen? Ja? Na, dann machen wir mal die Wanderstiefel an. In seiner täglichen Arbeit hat Polizeidirektor Katte 3.800 Menschen unter sich. Viel Verantwortung. So auch heute. Wenn er seine Leute denn erreicht. Hallo? Ist das eine Scheißverbindung mit deinem Handy, ey? Oder ist das meins? Ja, ich höre dich immer so leise, ey. Das ist echt... Weißt du, was das eigentlich ein Problem ist? Da weiß ich nicht, ob der Veranstalter irgendwann ein Problem kriegt. Durch den super fluffigen Rasen, den die hier ausgelegt haben, ja? Was die gemacht haben. Die sitzen hier alle. Also kannst du sagen, ab russischem Ehrenmal sitzen die natürlich alle. Führt natürlich dazu, dass auch nicht mehr Leute ruf können dann. Am Ende rücken alle zusammen und gucken Deutschland beim Tore-Schießen zu. Guter Elfmeter-Torhüter eigentlich. Auch nach 90 Minuten liegt Deutschland vorn. Fahnen raus beim Autokorso, Viertelfinale erreicht. Hoffnung überall. Wir schaffen das. Aber das verstehe ich nicht, Autokorsos. Das verstehe ich einfach nicht. Meine Mannschaft hat gewonnen, also fahre ich jetzt hupend mit meinem Auto durch die Innenstadt. Das Konzept verstehe ich nicht. Das ist ein Konzept, was mir nicht in die Birne rein will. Da musst du ja nüchtern bleiben das ganze Spiel über. Das ist ja nervig. Das ist ja komplett blöd. Niemand mag Autokorsos, wirklich. Wir schaffen das! Alle rein! Wir schaffen das! Willkommen! Im Viertelfinale ist das Sommermärchen dann vorbei, bevor es so richtig begann. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber wir hatten hier einen Macher. Also erstmal natürlich repräsentiert er das Check24-Jersey. Also Check24-Jerseys waren einfach fucking representable. Die waren der absolute Knaller. Und zweitens, er hier. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir hatten einen sogenannten Alpha-G. Hier sehen wir einen sogenannten Alpha-G. Die erkennt man immer an ihrer schrimphaften Haltung. Wenn die Arme angewinkelt zurück und der Kopf und der Nackenbereich sich zu so einem Shrimp formt, dann erkennt man das Alpha-G-Gen in den Leuten drin. Der verbringt seine Zeit damit, Andrew Tate-Videos zu gucken und darüber nachzudenken, was er alles so mit Frauen tun würde, wenn die ihn mal angucken. Im Viertelfinale ist das Sommermärchen dann vorbei, bevor es so richtig begann. Dumfries, wie loopt hem binnen? Hij gaat erin! Cody Gakpo doet het! Unterwegs mit Zivilfahndern des Landeskriminalamtes 6. Zuständig für diverse Problemgruppen wie Clans, Islamisten und Hooligans. Der 457 mit Anmeldung und auf dem Weg Richtung Breiter Platz kommen. Verstanden. Heute sind sie in Sachen... Machen wir jetzt Männerphänotypen? Absolut machen wir das. Und das Shrimp ist auch nicht dem rechten Andrew Tate-Spektrum vorbehalten. Ich habe auch schon männliche Shrimps gesehen, die Vorträge über Queerfeminismus gehalten haben. Also es ist nicht, das ist, es gibt tatsächlich das sogenannte Shrimp-Hufeisen. Das sogenannte Shrimp-Hufeisen, dass die Shrimps auf beiden Seiten gleich gefährlich sind, tatsächlich. EM unterwegs. Wir sind heute im Unterabschnitt der Aufklärung. Und schauen uns die Fanlager an. Es könnte mehrere Knackpunkte geben. Zum einen das Sportliche, zum anderen das Politische. Politisch geht es um die rechtsextremen Grauen Wölfe und ihren Wolfsgruß. Am Treffpunkt der türkischen Fans entdecken die Fans... Die Schrimpeisentheorie. Rito hat sich gerade noch mal aufrecht hingesetzt. Nein, Rito ist auch Vertreter der Schrimpeisentheorie. Rito kennt auch die Schrimps auf beiden Seiten. Das ist kein Problem. ...einen Mann im Wolfskostüm. Sozialwissenschaftlich ordnungsgemäß eingeordnet. Keine Beanstandung. Hier ist ein Wolf. Kollegen werden informiert. Wir haben auf der anderen Seite eine Feststellung von einer Person, die hat so ein Wolfskostüm an. Und dazu wollte ich dich mal einweisen. Der Wolf soll beobachtet werden. Mehr ist rechtlich nicht möglich. Der Wolfsgruß, den die Fans... Rito ist neben dich geraucht.
Zeigen wird von einer rechten Gruppierung verwendet, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Das ist unser Symbol von uns Türken. Was bedeutet das? Das ist Freiheit, Stärke. Das ist unsere Identität. Aber ist das nicht ein faschistischer Gruß? Komm, Reto, gib die Augen rein. Nein, ist es nicht. So wie bei den Franzosen der Hahn. Wie sauer der wurde, Alter. Bei den Russen der Bär oder bei den Deutschen der Adler ist es bei uns der... Muss dir vorstellen, wir fucking... Kilo sitzt da einfach und sagt, ja, Rito, guck dir das ruhig an. So endet das, wenn Weiße kiffen. Der Wolf halt. Was die Fußballfans aufführen, ist vor allem politisch, mit Figuren aus der Geschichte. Das Osmanische Reich lässt grüßen. Zwischendrin das Symbol der grauen Wölfe, deren einstiger Anführer Adolf Hitler verehrte. Europa, impreste, kolla kendine! Europa, impreste, kolla kendine! Türklere kimse başa çıkamaz! Türklere kimse başa çıkamaz! Die Aufklärer vom LKA 645 beobachten die Fanszene. Dann ein Funkspruch. Zwischen der Bühne und den Brunnen am Bierwagen. Schwule, nehmt euch in Acht, geht fit. Aber für Free Palestine kriegst du das Fressbrett eingetreten, oder was? 10 Personen Risk-Fans Türkei aufhalten. Diese sollen auch T-Shirts tragen mit der Aufschrift Istanbul Hooligans. Eine Streife überprüft jetzt, ob dem so ist. Die Streife versucht, die Gruppe zu lokalisieren, findet sie aber nicht. Kurz darauf tauchen schwarz gekleidete Hooligans auf, unter ihnen Hells Angels. Einige verdecken vor der Kamera ihr Gesicht. Sie wollen offenbar mitmachen beim angekündigten Fanwalk. Kant, Ecke Joachimsthaler, Personengruppe, mindestens 5-0, aufwachsend, schwarz gekleidet. Genau, augenscheinliche Problemfans, Grizz-Fans. Ein Zusatz, sie haben keine Aufschrift, Istanbul Hooligans oder ähnlich. Muss halt nur in einer anderen Sprache sein, die keiner versteht. Stimmt, in Deutschland versteht absolut niemand Türkisch. Das ist wirklich eine wirklich, also wirklich in Deutschland, wenn du da Türkisch sprichst, das versteht wirklich niemand. Nur schwarze Kleidung und kein Standort außer Türkei oder ähnliches. An der nächsten Straßenecke stoppen die Hools, den Fanbus der Türken. Gerade in Berlin. Fremdsprache in Berlin einfach. Auch eine Art von Machtdemonstration. Die wollen ja den Ton angeben. Und deswegen hat man versucht, den Wagen zu stoppen. Hat ja auch gelangen. Man hat angeklatscht und man hat jetzt sozusagen den Auftritt schon mal gehabt. Fürs Erste. Sie werden jetzt mitlaufen. Dann geht's Richtung Stadion. Begleitet von Polizei und Presse. Während des von der Polizei geduldeten Fanwalks kommt es immer wieder zu Wolfsgrüßen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Daraufhin beendet der Polizeiführer den Fanmarsch. Berliner Polizei, hiermit ist Ihr Fanmarsch beendet. Das bedeutet. Kann man für die Wölfe eine Furry-Antifa rufen oder so? Dicker, was? Also, wenn wir unsere Katzen-Antifa gegen die türkischen grauen Wölfe stellen würden, ey, da würde aber ich auf die Türken wetten. Und auch das Spiel läuft nicht optimal. Holland gewinnt nach Rückstand 2-1. Und feiert. Von rechts nach links und immer so weiter. Erst im Halbfinale ist dann Schluss.